Ja, herzlich willkommen zur Preisverleihung der Goldenen Olga 2020. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie sind da. Wir sind jedenfalls hier auf dem Messegelände in Hannover. Und wenn Sie uns jetzt sehen, dann winken Sie einfach mal. Vielleicht sehen wir Sie zu Hause im Landkreis Cloppenburg, zu Hause im Landkreis Diepholz, in der Grafschaft Bentheim, in Friesland, in Ostfriesland, im Oldenburgischen, in Cuxhaven, ja, und überall in Niedersachsen, wo Sie uns jetzt zuschauen. Ich bin Heike Götz und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Vormittag. Natürlich ist in diesem Jahr alles anders, als wir uns das vor einem Jahr so gedacht haben. Da haben wir uns schön im festlich geschmückten Saal in Bad Zwischenahn getroffen. Und ja, dann kam alles anders, Sie wissen das selbst. Und heute verleihen wir aber die 20. Olga hier vom Messegelände in Hannover. Es ist dem innovativen Team der Milchwirtschaft zu verdanken, dass heute aus gegebenem Anlass jede Familie bei sich zu Hause ist und diese Veranstaltung trotzdem stattfinden kann. Dass wir gemeinsam einfach neue Wege gehen. Wir sagen, es gibt die Goldene Olga zum 20. Mal und wir wollen sie auch verteilen sozusagen. Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft und die Milchbauern zeigen ja damit einmal mehr, wie innovativ, wie flexibel und auch wie modern sie sind. Also machen Sie sich zu Hause vor Ihren Bildschirmen bequem und los geht's. Die Begrüßungsrede hält nach guter Tradition Jan Heusmann. Er ist der Vorsitzende der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. und er ist selbst praktizierender Milcherzeuger und er kommt aus Lockstedt, aus dem grünen Dreieck zwischen Weser, Nordsee und Elbe und er ist live hier. Bitte schön, Jan Heusmann. Die aber gleichzeitig unsere erste virtuelle Preisverleihung ist. Wir befinden uns hier zusammen mit dem kreativen Team der Landesvereinigung und unseren Interviewpartnern in der Halle 18 auf dem Messegelände in Hannover und Sie sitzen zu Hause an den Bildschirmen, sitzen im Büro, im Wohnzimmer oder vielleicht sogar auf dem Schlepper. Heute ist unsere Preisverleihung von überall erreichbar. Das ist neu und auch für uns spannend. Wir versuchen Sie von hier aus zu unterhalten und trotz der räumlichen Distanz ein wenig Nähe aufzubauen. Ich freue mich sehr, dass wir die Preisverleihung digital durchführen können und auf diese Wertschätzung der Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbes eben nicht verzichten müssen. Die Goldene Olga steht bereit, der Pianist wartet auf seinen Einsatz. Wir sind hier umgeben von Kameras und Bildschirmen, die Zoom-Schaltungen zu Ihnen nach Hause stehen und deshalb würde ich sagen, die Show kann beginnen. Ich bin sicher, dass diese 20. Verleihung der Goldenen Olga als besonderes Branchenhighlight noch besonderer wird. Uns ist bewusst, dass wir uns in bewegten Zeiten mit diesem Wettbewerb an die Öffentlichkeit wenden. Viele Landwirte sind zutiefst beunruhigt aufgrund der Situation auf den Höfen, der finanziellen Situation und sie bringen das zum Ausdruck mit ihren Protesten, die vornehmlich in den letzten Tagen beim Lebensmitteleinzelhandel stattfinden. Wir sind bei Ihnen gedanklich, aber und wir möchten das Ganze auch unterstützen mit diesem Wettbewerb, der als Nachhaltigkeitswettbewerb wirklich herausstellt, die besondere Leistung der niedersächsischen Bauern, aber auch die Leistung der Milchwirtschaft insgesamt in Deutschland. Und dies eben wert ist, auch Wertschätzung zu erfahren. Und ich glaube, das ist ein gemeinsames Ziel, das wir alle verfolgen. Wie läuft unser Wettbewerb seit 20 Jahren ab? Alle heute digital geladenen Teilnehmer und mit ihnen noch eine Vielzahl weiterer Wettbewerber haben sich im Mai im ersten Schritt über einen umfassenden Fragebogen um den Milchlandpreis beworben. Die eingesandten Bögen wurden im Sommer von den Mitarbeitern der LVN digital ausgewertet. Anschließend stand fest, welche Teilnehmer die zweite Runde erreichen. Diese Betriebe erhielten im Herbst Besuch von einer Fachjury bestehend aus zwei Gutachtern. Basis für die Beurteilung in diesem Wettbewerb sind die vier Säulen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie,
Tierwohl und Soziales. Das betrifft den Fragebogen und später auch die Beurteilung. Es geht zum Beispiel um den gesamten Betrieb des Herdenmanagements, den gesamten Bereich des Herdenmanagements mit Fütterung, Tierhaltung und Tiergesundheit. Wichtig ist auch die betriebswirtschaftliche Beurteilung des Hofes aufgrund der Betriebsergebnisse sowie die Bereitschaft zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Dabei geht es nicht nur um die erreichten Ziele, sondern auch um die Systematik der Umsetzung der Maßnahmen und die Planung von zukünftigen Maßnahmen. Die LVN wählt damit ganz bewusst einen ganzheitlichen Ansatz in der Beurteilung, den Sie so bei anderen Wettbewerben nicht finden werden. Was haben wir mit dem Milchlandpreis und der Goldenen Olga in 20 Jahren für Niedersachsen erreicht? Allen voran hat sich der Preis und die Goldene Olga zu einem Aushängeschild für die niedersächsische Milchwirtschaft entwickelt. Er ist Zeichen für Nachhaltigkeit und Verantwortung der niedersächsischen Milchwirtschaft. Über 360 engagierte Betriebe wurden in 20 Jahren von einer unabhängigen Jury begutachtet und ausgezeichnet. Sie haben sich dem Wettbewerb gestellt, haben sich und ihre Betriebe geöffnet und sie sind in ihren Regionen immer wieder wichtige Dialogpartner, auch für Pressevertreter. Wir als LVN freuen uns besonders, dass wir einige der Ausgezeichneten eng in unsere Öffentlichkeitsarbeit einbinden dürfen. Projekte wie Bauern als Botschafter oder das Videoportal MyQTube wären ohne sie nicht denkbar. Sie geben damit der Milchwirtschaft jeweils ein Gesicht. Die Erfolge dieser Projekte zeigen uns, wie wichtig diese authentischen Gesichter im Dialog mit der Gesellschaft sind. Die Goldene Olga und der Milchlandpreis sorgten in 20 Jahren für viele positive Geschichten und Berichterstattungen über Sie und Ihre Betriebe. Und das über die Grenzen Niedersachsens hinaus. In den letzten 20 Jahren konnten wir als Landesvereinigung gemeinsam mit über 1000 Teilnehmern der Wettbewerbe zeigen, dass niedersächsische Milchbauernhöfe ihre Verantwortung ernst nehmen und sich auf den Weg machen, nachhaltig zu wirtschaften. Es ist in den Jahren immer wieder beachtlich, welche Motivation und Auszeichnung im Wettbewerb, auf den Höfen hinterlässt. Und welche Entwicklungen dadurch angeschoben werden in den Bereichen Tierwohl, Umweltschutz und die wir eben auf den Betrieben dann auch beobachten können. Auch kleine Veränderungen zählen auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft der Milchwirtschaft. Meine Damen und Herren, ich freue mich auch sehr, dass Ministerin Barbara Otte-Kienast heute sich noch mit einer Videobotschaft an uns wenden wird. Ich bin sicher, dass sie heute in der Landtagssitzung an Sie und an uns denkt. Sie hat unsere Aktionen immer stark unterstützt. Als Milcherzeugerin weiß sie genau, welche Herausforderungen unsere Milcherzeuger gerade umtreiben und welche Bedeutung nachhaltiges Wirtschaften auf den Höfen für die Branche und das Land Niedersachsen hat. Für den Landesbauernverband Niedersachsen begrüße ich den Präsidenten Albert Schulte-Tobrinke, der hier in Hannover gleich neben mir natürlich mit Abstand Platz nimmt. Ein besonderer Dank gilt auch unseren vier Sponsoren, ohne die dieser Wettbewerb in dieser Form nicht stattfinden könnte. Auch sie haben wir in diese digitale Veranstaltung mit eingebaut. Ich nenne sie, das ist die LVD Bernhard Krone GmbH in Spelle, die Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Weser-Ems, die GEA Farm Technologies und RWG Ammerland Ostfriesland EG. Mit dabei an den Bildschirmen ist sicher auch der ein oder andere Gewinner der Goldenen Olga aus 19 Jahren. Wir als Landesvereinigung hoffen, dass euer aufgebautes Netzwerk auch weiterhin Bestand hat. Ich möchte diese Liste der Begrüßungen heute nicht weiter ausdehnen und heiße an dieser Stelle alle da draußen, die mit uns und der Olga in Verbindung stehen, sehr herzlich willkommen. Eine besondere Rolle im Rahmen des Milchlandpreiswettbewerbes haben unsere Gutachter, die die Betriebe im Vorfeld der Auszeichnung eingehend geprüft haben. Sie sind zum großen Teil seit vielen Jahren mit im Boot. Stellvertretend für Sie wird heute Frank Kohlenberg zu Wort kommen. Herzlichen Dank auch an die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Wir freuen uns, dass auch diese digitale Veranstaltung heute Ihr Interesse findet. Liebe Berufskolleginnen und Kollegen,
Wir verleihen heute den 20. Milchlandpreis für nachhaltiges Wirtschaften. 20 Jahre, das ist eine lange Zeit für einen Wettbewerb. Und schon allein deshalb ist dieser Preis für mich so besonders. Die Landesvereinigung hat den Award 20 Jahre lang attraktiv gehalten. Natürlich gab es auch Jahre, in denen die Teilnehmerakquise schwieriger verlief als in anderen Jahren. Ein krönender Abschluss war stets der Festakt zur Verleihung der Goldenen Olga. Die ersten 4 Auszeichnungen fanden in Schloss Gödens im Landkreis Friesland statt. Anschließend zogen wir mit der Veranstaltung um nach Bad Zwischenahn. Dort war auch für dieses Jahr schon wieder alles vorbereitet. Aber es kam wegen Corona nun ganz anders und deshalb stehen wir heute mal in Hannover in einem Studio auf dem Messegelände. Außer der Goldenen Olga sind Kühe hier weit entfernt und statt Ball findet hier heute eher ein Maskenball statt. Aber für mich hat der Wettbewerb in all den Jahren nichts an Glanz verloren. Diese unvergleichliche Auszeichnung ist etwas Besonderes für unsere Branche und für Niedersachsen. Die Preisträger, und das sind heute 10 Milcherzeugerbetriebe, werden gleich von Heike Götz in ihrer herzlichen und unterhaltsamen Art vorgestellt. Und für jeden Betrieb haben wir heute sogar ein kleines Vorstellungsvideo vorbereitet. Sie dürfen gespannt sein. Wir möchten Sie als Hof und als Mensch auszeichnen. Und das ist auch im 20. Jahr des Wettbewerbs unser zentrales Anliegen. Sie haben den Gutachtern bewiesen, dass Sie sich gesellschaftlichen Anforderungen stellen. Veränderungen angehen, aktiv und nachhaltig planen. Darauf dürfen Sie stolz sein. Allen Wettbewerbsteilnehmern, auch denen, die es heute nicht in diese Runde geschafft haben, danke ich für Ihre Mühe und Ihren Mut. Ich wünsche Ihnen an den Bildschirmen und uns nun eine spannende virtuelle Preisverleihung. Und an dieser Stelle vielleicht ein kleiner persönlicher Exkurs. Und das ist auch ein Zeichen, wie dieser Wettbewerb abläuft. Auch wir als Vorstand sind nicht eingeweiht, wer sich beworben hat. Und nun komme ich hier rein und sehe eben am Bildschirm meine Verwandten aus Cuxhaven. Mein Schwager, meine Schwägerin sind dabei mit meinen Neffen Thies, Timo und Philipp. Euch drücke ich natürlich besonders die Daumen. Und dafür, dass es heute eine spannende Preisverleihung dafür steht eben auch unser Milchteam der Landesvereinigung. Und ich möchte Sie, weil Sie sie heute eben nicht sehen können, doch einmal nennen. Das sind Christine Kindler und Frank Feuerriegel, Christine Licher, Undine Pages, Milena Kostmann, Christina Brandenburg, Claudia Renner und Bernhard Grube, ebenso Lara Bodenhagen und Martina Holje aus Oldenburg, die schon vieles für die Preisverleihung in Bad Zwischenahn vorbereitet hatten. Und nun noch ein Wort auch zu dir, liebe Christine. An dieser Stelle der Goldene Olga-Wettbewerb im 20. Jahr. Du hast ihn von Anfang an mit begleitet. Er ist dein Kind und es ist, glaube ich, auch symptomatisch, dass du immer von der Goldenen Olga-Familie sprichst. Und ich glaube, das ist ein gutes Symbolbild. Wenn das die Familie ist, dann bist du die Mutter dieser Familie, das kann man so sagen. Es ist heute für dich das letzte Mal. Du wirst uns Ende Februar in deiner Funktion als Geschäftsführerin verlassen. Und es ist eben der 20. Wettbewerb und wir hätten uns natürlich gewünscht, dass es ein Fest in Oldenburg oder in Bad Zwischenahn wird und wir alle zusammen auch dieses 20. Mal da feiern können. Aber ich möchte dir mit auf den Weg geben, und das ist auch so ein bisschen, steht für deine Arbeit. Wir sind hier heute in einem neuen Format und wir brechen damit auch zu neuen Ufern auf. Und das hast du mit begleitet, das hast du auch mitgestaltet und das prägt deine ganze Arbeit bei der Landesvereinigung. Du bist immer am Puls der Zeit gewesen und hast die Entwicklung nachvollzogen. Und insofern ist es vielleicht auch eine glückliche Fügung, dass wir heute eben mit dem 20. Wettbewerb mal was ganz anderes auf die Beine stellen und du bist eben dabei. Herzlichen Dank auch dafür. Ja. Und nun weiter im Programm. Und es spricht jetzt Barbara Otte-Kienast, die niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Ja, und da heute zeitgleich Landtagssitzung ist, hier ihre Videobotschaft. Liebes Team der Landesvereinigung, liebe Landwirtsfamilien und liebe Gäste,
Die Verleihung der Goldenen Olga ist natürlich jedes Mal ein Highlight, egal ob virtuell oder in echt vor Ort. In Zeiten der Corona-Pandemie müssen wir uns leider alle anpassen. Es ist toll, dass unsere Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen die virtuelle Verleihung der Goldenen Olga hier und heute auf die Beine gestellt hat. Es ist jedes Jahr schön zu sehen, wie viele Talente Niedersachsen hat. Sie alle leisten einen wertvollen Beitrag, das Milchland Niedersachsen voranzubringen. Liebe Gäste, wir alle blicken auf ein besonderes Jahr zurück, dessen bisherigen Verlauf keiner von uns in Ansätzen vorhersagen konnte. Die Corona-Pandemie, dazu noch die afrikanische Schweinepest und der Schweinestau in unseren Ställen, das verlangt viel von unseren Landwirtinnen und Landwirten ab. Dabei mangelt es nicht an Herausforderungen für die Landwirtschaft, die in einem nie gekannten Transformationsprozess steht. Die Gesellschaft fordert heute eine tierwohlgerechte, klimaschonende und nachhaltige Erzeugung tierischer Produkte. Gleichzeitig erleben unsere Landwirtinnen und Landwirte auf den Betrieben einen immer höheren Wettbewerbsdruck, niedrige Erzeugerpreise und hohe Arbeits-, Bau- und Flächenkosten. Ich setze mich daher für einen neuen Gesellschaftsvertrag ein. Damit sollen unsere Landwirtinnen und Landwirte den Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden, aber trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein, um den eigenen Lebensunterhalt erwirtschaften zu können. Der Grundgedanke ist ganz einfach. Höhere Umwelt- und Tierwohlstandards auf unseren Betrieben müssen mit einem fairen Ausgleich der zusätzlichen Kosten verbunden sein. Unser niedersächsischer Weg ist ein großer Schritt hin zu einem neuen Gesellschaftsvertrag. Landwirtschaft, Naturschutzverbände und Politik haben sich darin auf konkrete Maßnahmen für einen verbesserten Natur-, Arten- und Gewässerschutz verständigt. Ein Kernstück dabei ist, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte für ihre Leistungen fair entlohnt werden. Denn für mich ist klar, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schließen sich nicht aus. Meine Damen und Herren, in der Krise zeigt sich, was wirklich wichtig ist. Für mich stand schon immer fest, die Landwirtschaft und gerade die Milchwirtschaft ist für Niedersachsen sehr wichtig. Denn Niedersachsen ist Agrarland Nummer 1 und soll es auch bleiben. In vielen Bereichen der tierischen Erzeugung nimmt Niedersachsen im Bundesvergleich eine Spitzenposition ein. Und daran haben Sie einen sehr großen Anteil. Die Goldene Olga zeichnet heute zum 20. Mal einen Betrieb aus, der wertvolle Rohmilch produziert, aber auch hervorragend wirtschaftet und besonders verantwortungsbewusst mit den natürlichen Ressourcen umgeht. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus, ganz im Gegenteil. Durch die Goldene Olga kommen niedersächsische Betriebe ins Rampenlicht, die mit viel Unternehmersinn und Verantwortungsbewusstsein für Tier und Umwelt arbeiten. Die Gesellschaft fordert es. Sie fordert heute mehr Nachhaltigkeit. Sie zeigen es auf ihren Betrieben, wie das geht. So bringen Sie das Milchland Niedersachsen voran. Liebe Gäste, liebe Landwirtinnen und Landwirte, ich bin sehr gespannt, wer heute die Goldene Olga verliehen bekommt. Schauen wir mal. Ihre Barbara Ottekinas. Ja, und ich kann Ihnen sagen, wir haben alle hier diese wunderbare Maske bekommen, Goldene Olga 20 Jahre. Also das sind die Accessoires des Jahres. Und nun freuen wir uns auf das Grußwort von Albert Schulte-Tobrinke, dem Präsidenten des Landvolk Niedersachsen, Landesbauernverband e.V. Er ist selbst Milcherzeuger aus dem Landkreis Osnabrück. Und er ist ebenfalls das letzte Mal als Präsident hier bei unserer Preisverleihung, denn ab Januar 2021 wird Dr. Holger Hennies der neue Präsident sein. Jetzt freuen wir uns auf Sie, Albert Schulte-Tobrinke. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Götz. Leider ist es so, muss ich sagen, mit einer Träne im Knopfloch, denn gerade auch immer dieser Termin, die Verleihung der Goldenen Olga, ist immer ein schöner Termin, kurz vor Weihnachten, wunderbar. Ich bin immer sehr, sehr gerne gekommen. Ich muss sagen, ich habe mich auch immer ein bisschen gefreut auf das Ambiente des Kurhauses in Bad Zwischenahn, auf den Blick auf das Zwischenahner Meer. Zugegebenermaßen, die Messehalle kann da leider nicht ganz mithalten, aber wir machen natürlich das Beste draus.
Und ich glaube, das zeichnet uns einfach auch aus. Wir machen tatsächlich auch jetzt zu Corona-Zeiten das Beste daraus. Wir sorgen dafür, dass die Ernährung läuft, dass die Ernährung auch mit heimischen Lebensmitteln sichergestellt ist. Das tun wir jeden Tag, darum kümmern wir uns intensiv. Die Krise trifft unsere Milchviehhalter, die Branche, durchaus hart. Wir hatten im Frühjahr gehofft, dass die Milchpreise ein wenig steigen. Die Anzeichen waren durchaus gut, aber dann durch die Verwerfung der Corona-Krise ging leider alles andersrum und das führte dann doch zu erheblichen Marktverwerfungen. Die dringend erforderliche Erholung blieb aus und wir müssen sagen, eben auch die Auflagen der Politik leider nicht. Auf der einen Seite setzen wir uns eben mit globalen Märkten auseinander, auf der anderen Seite die regionalen Auflagen, die eben auch in unserem wunderbaren föderalen System dazu führen, dass jede Stufe dann auch nochmal ein bisschen versucht draufzusetzen. Und das frustriert natürlich viele Landwirtinnen und Landwirte und das treibt sie am Ende auch auf die Straße. Ungemacht drohte uns auch durch das Volksbegehren von oben herab, ohne Möglichkeit der Einwirkung des Parlaments. Das hätte uns gerade unseren Milchviehbetrieben eben auch großen Schaden zugefügt und das konnten wir nicht akzeptieren. Wir hatten schon früher, vor gut 2 Jahren, schon ein Biodiversitätspapier, eine Rahmenvereinbarung auf den Weg gebracht, die aber leider nicht bearbeitet wurde. Für uns war das Volksbegehren, so wie es sich darstellte, nicht akzeptabel und deshalb haben wir uns eben auf den Weg gemacht, eben auf den niedersächsischen Weg, zusammen mit der Politik und den Umweltverbänden. Interessant war, Kühe fressen kein Geld. Ja, diese Erkenntnis musste sich erst durchsetzen in den Gremien und es war eben klar, dass wir für unsere Futterbaubetriebe eben auch andere Lösungen brauchen, dass wir für unsere Futterbaubetriebe auch einen Sonderstatus brauchen und den haben wir am Ende auch bekommen. Unsere Kühe brauchen nun mal das Futter und ein finanzieller Ausgleich hilft da eben nicht weiter. Man muss wirklich sagen, dass eben mit diesem niedersächsischen Weg es erstmals gelungen ist, dass wir eben unsere Umweltleistungen, die wir gerne erbringen wollen, auch wirklich bezahlt bekommen. Wir erbringen diese gewünschten Umweltauflagen und bekommen eben unsere Leistungen dafür bezahlt. Eigentlich ein ganz einfaches Ding, aber bisher gibt es so etwas eben nicht. Es war eben ein beispielhafter Dialog auf Augenhöhe, der unsere Landwirtschaft aus der Defensive holt und eine neue gesellschaftliche Diskussion anstoßen kann. Und ich glaube, da dürfen wir nicht nachlassen. Wir haben jetzt in der Krise gesehen, wir brauchen einfach die Diskussion, dass wir darüber uns austauschen, gesellschaftlich austauschen, so wie viel Artenschutz brauchen wir tatsächlich, wie viel Fläche brauchen wir aber auch für unsere Betriebe, damit sie vernünftig wirtschaften können, für unsere Betriebe, damit sie uns eben mit Lebensmitteln, mit heimischen Lebensmitteln auch versorgen können. Dass wir unsere heimischen Lebensmittelerzeugung hier behalten müssen, war eigentlich auch in diesen Diskussionen immer Konsens. Also auch die Umweltverbände, da bestand gar kein Zweifel, waren da auf unserer Seite und sagten, ja, wir müssen natürlich sehen, dass wir die Lebensmittelerzeugung hier auch halten können. Unsere Ansprüche an die Qualität unserer Produkte sind hoch. Das zeigt auch der Blick auf den Bewertungsbogen, den Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ausgefüllt haben und Sie stellen eben jetzt oder die Landesvereinigung jetzt eben mit dieser Verleihung der Goldenen Olga auch ein Stück Öffentlichkeit her. Sie öffnen sich, ihren Hof, für die Besucher, für die Medien, für Politiker und das wollen wir eben auch ganz besonders heute herausstellen. Dazu kann ich nur gratulieren. Es ist enorm wichtig, dass wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürgern erklären, wie eben Landwirtschaft heute funktioniert, wie wir unsere Tiere halten, wie wir unsere Wiesen und Felder bewirtschaften und warum wir es so tun, wie wir es machen. Wettbewerb an. Sie machen damit ein Angebot und zeigen, wie Sie Ihren Betrieb sowohl ökonomisch, ökologisch, tiergerecht und sozial engagiert für die Zukunft aufstellen. Sie stellen sich eben freiwillig dieser Begutachtung. Sie nutzen im Idealfall eben auch das Ergebnis der kritischen Außenbetrachtung durch die Gutachter für Ihre Weiterentwicklung und das ist eben dann tatsächlich auch eine echte Win-Win-Situation. Das wünschen wir uns auch im Großen.
der Dialog zwischen Landwirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Man analysiert die Potenziale, prüft die kritischen Bereiche und nutzt dann das im Dialog gewonnene Wissen. Dieser gemeinsame Weg der Verbesserung, das ist eben auch ein Teil des niedersächsischen Weges. Wie funktioniert Landwirtschaft heute? Warum haben sich unsere Betriebe so entwickelt? Wo sehen wir unsere Zukunft? Die Goldene Olga gewährt Einblicke, klärt auf, schafft Vertrauen in die Erzeugung unserer wertvollsten Produkte, unserer Milch. Ja, man könnte sagen, das weiße Wunder. Diese Einblicke zeigen eben auch, die Betriebe haben sich verändert, sind größer geworden, sind zu Gemeinschaftsprojekten geworden. Ein Blick auf die Liste der potenziellen Preisträger für die Goldene Olga belegt, Landwirtschaft ist eben nicht mehr, oder gerade die Milchwirtschaft ist eben nicht mehr geprägt vom Einzelkämpfertum. Es sind viele GBRs in den unterschiedlichsten Konstellationen dabei und ich glaube, das ist eben auch gut und wichtig so, denn ein Einzelkämpfer hat es schwer, auch mal ein paar Tage frei zu machen an der sozialen Errungenschaften, an den sozialen Errungenschaften unserer Gesellschaft teilzuhaben. Und deshalb auch, um unseren Beruf attraktiv zu halten, ist das unbedingt der richtige Weg. Die Betriebe, die am Wettbewerb teilnehmen, beweisen, dass sie sich seit Generationen für eine nachhaltige Bewirtschaftung einsetzen. Sie vereinen ökonomischen Erfolg mit Tierwohl, Ökologie und sozialem Engagement und leisten freiwillig deutlich mehr, als Gesetze und Standards vorgeben. Das verdient große Anerkennung, erst recht eben in diesem Jahr, wenn die Corona-Pandemie hat auch den Milchmarkt erheblich Druck ausgeübt und ich verstehe, dass die Bäuerinnen und Bauern höhere Preise fordern. Ja, das kann man machen, bloß was uns wirklich einengt, sind eben auf der anderen Seite auch die gesetzlichen Vorgaben. Der Goldenen Olga gratuliere ich im Jubiläumsjahr zum 20-jährigen Bestehen. Dieser Preis symbolisiert glänzend die verdiente Wertschätzung für unsere Milchviehhalter. Ich freue mich auf die vielen unterschiedlichen Lebensläufe, auf die Darstellung unserer unterschiedlichsten Betriebe, denn trotz allem kein Betrieb ist wie der andere. Und mich erfüllt es mit Stolz und Freude, wie kreativ, wie engagiert und begeisterungsfähig unsere Milchviehhalter sind. Und egal, auf welchem Platz sie sich nachher wiederfinden, sie alle sind in unseren Augen Sieger und sie zählen auf jeden Fall zu den Besten im Land und dazu gratuliere ich Ihnen ganz herzlich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf eine interessante digitale Veranstaltung. Vielen Dank. Präsident des Landvolk. Herzlichen Dank, Albert Schulte-Dubrinke. Ja, jetzt Musik. Ganz normal, wie es bei einer Preisverleihung ist, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht in einem Saal sieht. Und wie in jedem Jahr haben wir Josef Barnekel hier. Und das ist wunderbar, finde ich, denn er ist ein toller Künstler. Er hat uns seit vielen Jahren die Goldene Olga verschönt. Und Sie haben ihn vielleicht auch schon gesehen auf einem wunderbaren Musikvideo bei oder auf MyQTube. Musik aus dem Kuhstall. Er macht auch Konzerte am Strand oder in Ihrem Wohnzimmer, wenn Sie möchten. Heute auf alle Fälle live bei unserer Preisverleihung aus Hannover. Josef Barnekel mit As Time Goes By. Thank you.
Ja, alles geht einmal zu Ende, auch das erfüllteste Arbeitsleben. Und die Frau, die maßgeblich an der goldenen Olga Anteil hat, ist Christine Kindler. Jan Heusmann hat es schon so nett vorhin gesagt, sie ist ja eine der beiden Geschäftsführerinnen der Milchwirtschaft. Und wenn man sie sieht, dann kann man es kaum glauben, aber es ist so, in wenigen Wochen wird Christine Kindler leider in den Ruhestand gehen. Aber Christine, es gibt eine kleine Überraschung für dich und ich habe gesehen, du hast eben schon mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das kann nicht wahr sein, denn Helmut Evers ist hier, einer der Top-Erzeuger der niedersächsischen Milchbauern mit einer Laudatio und das ist jetzt wirklich eine Überraschung für Christine Kindler. Ja, ich bin jetzt mit einer Tasche hierher gekommen, ich bin aber nicht der Weihnachtsmann. 20 Jahre Milchlandpreis, 20 Jahre Preisverleihung der Goldenen Olga. Sehr verehrte Gäste, liebe Berufskollegen, liebes Organisationsteam, diese Veranstaltung ist inzwischen zu einer liebgewordenen Tradition geworden. Sie ist der Höhepunkt des Jahres in der Öffentlichkeitsarbeit unserer Landesvereinigung der Milchwirtschaft. In diesem Jahr ist aber leider alles ganz anders. Auch die Goldene Olga muss sich dem Diktat der Pandemie beugen. Und somit wurde zu einer virtuellen Preisverleihung eingeladen. Für dieses kleine 20-jährige Jubiläum ist es natürlich schade, dass nur so wenige Anwesende live dabei sein dürfen. Aber wie man der Einladung entnehmen kann, haben die Organisatoren das Beste draus gemacht und ein spannungsgeladenes Programm erarbeitet und zusammengestellt. Mit etlichen Überraschungen gespickt, so war zu lesen, wird dieses Event wie immer nach sorgfältiger Planung ablaufen. Jetzt sehe ich aber in der ersten Reihe eine Person, die etwas nervös und unruhig auf ihrem Stuhl hin und her ruckelt, die bis vor wenigen Augenblicken noch gedacht hat, dass sie hier wirklich alles im Griff hat. Und jetzt, genau in diesem Moment, geschieht etwas, was in ihrem offiziellen Ablaufplan so nicht vorgesehen war. Sehr geehrte Frau Hauptgeschäftsführerin, liebe Christine Kindler, dies ist heute die 20. und für dich zugleich letzte Preisverleihung der Goldenen Olga während deiner aktiven, hauptverantwortlichen Tätigkeit für die LVN. Deshalb wurde an dieser Stelle ein Programmpunkt eingeschoben, von dem du nichts wusstest, der aber vielen Menschen, vielen deiner Wegbegleitern sehr wichtig war. Bei der Preisverleihung der Goldenen Olga sollen auch heute wieder nachhaltig wirtschaftende Milchviehbetriebe ausgezeichnet werden. Und ich möchte jetzt mal die Frage stellen, was ist eigentlich nachhaltige Geschäftsführung? Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen nur einmal in die erste Reihe zu gucken, da sitzt sie nämlich genau mitten unter uns. Was macht also eine nachhaltige Geschäftsführerin aus? Tierwohl, Ökologie, Ökonomie und Soziales sind die Säulen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise unserer Milchviehbetriebe. Abgesehen vom Tierwohl hast auch du diese Grundsätze während deiner Tätigkeit bei der LVN in beeindruckender Weise verfolgt. Obwohl das Tierwohl, das kann man dir auch zusprechen, du bist ein Kuh-Fan und ganz besonders natürlich ein Hundeliebhaber und ich bin mir sicher, deinem Hund zu Hause geht es auch gut. Beginnen wir mal mit der Ökonomie. Während deiner über 40-jährigen Tätigkeit und insbesondere fast schon 15-jährigen Geschäftsführertätigkeit hast du stets dafür gesorgt, die LVN in wirtschaftlich ruhigem Fahrwasser zu halten. Als studierte Ingenieurin hast du es verstanden, dein technisches Verständnis und dein Gespür für Zahlen, sei es im Bereich Statistik oder auch Buchführung, gezielt einzusetzen. So ist es gar nicht verwunderlich, dass du stets makellose Bilanzen vorzuweisen hattest.
Mindestens genauso hoch sind deine Verdienste um eine ökologische Geschäftsführung. Wie kann es gelingen, die Arbeit der LVN ohne große Reibungs- und Energieverluste effizient und wirkungsvoll umzusetzen? Du hast es verstanden, auf vorhandene Ressourcen zurückzugreifen, die du gezielt in neue, von dir initiierte Projekte eingebunden hast oder sogar in den Mittelpunkt gestellt hast. Das waren und sind deine Milchbauern, die dir stets sehr am Herzen lagen. Das ist deutlich zu spüren. Das beste Beispiel für deine Kreativität ist die heutige Veranstaltung. Die Goldene Olga ist in erster Linie deine Idee und ist das Vorzeigeprojekt der LVN. Du hast aber auch weitere Marken auf den Weg gebracht. Hier seien nur die preisgekrönte Videoplattform MyQTube, die Bauern als Botschafter, die im Sommerhalbjahr in die Städte reisen, oder auch die Internetrezepte auf Landgemachtes genannt. Deine Absicht war stets, deine Bauern zu involvieren, um die Verbraucher aus erster Hand über das Produkt Milch und ihre Herkunft zu informieren. Last but not least gehört auch die soziale Komponente zur Nachhaltigkeit. Wir alle hier schätzen nicht nur deine fachliche Kompetenz. Durch dein Auftreten und deine überaus positive Ausstrahlung gelingt es dir, Vertrauen herzustellen, eine verbindliche Botschaft zu überbringen und Brücken zu bauen. Brücken weg von verkrusteten, festgefahrenen Wegen hin zu neuen Ideen. Brücken zwischen unterschiedlichen Meinungen und Auffassungen. Du hast stets ein offenes Ohr für deine Mitarbeiter, für deinen Vorstand, für die gesamte Milchbranche und für deine Milchbauern. Dein jugendlicher und ich nenne es mal zeitloser Elan hat dazu beigetragen, dass du eine hohe Anerkennung über die Grenzen der LVN und über Niedersachsen hinaus genießt und eine gewichtige Rolle in der Milchwirtschaft spielst. Du bist Gesicht und Stimme der Milchwirtschaft. So ist es kein Zufall und kein Akt der Höflichkeit, sondern eine echte Herzensangelegenheit der zuständigen Gremien, dir die höchste Auszeichnung, die die LVN zu vergeben hat, zu überreichen. Welche ist das? Die Ehren-Olga. Und für mich ist es eine große Ehre, das jetzt zu übernehmen. Ja, sei gedrückt. Und ja, die Lieblingsfarbe. Blau. Bitte sehr. Ja, danke. Wir werden das noch entfüllen. Das ist schwer. Ja. Moment. Oh nein. Soll ich was sagen? Ich kann eigentlich nichts sagen. Ich bin fast sprachlos. Ich bin eigentlich total sprachlos, muss ich sagen. Eben schon einmal in der Begrüßung so nette, warme Worte. Vielen Dank. Und dann kommt Helmut um die Ecke mit der Fliege und nicht mit seiner Lieblings-Basecap. Das konnte nur was Ernsthaftes werden. Insofern, ich bin total gerührt. Ich freue mich wirklich sehr über diese Olga, weil eine kleine fürs Revier habe ich ja schon mal bekommen. Und insofern, ich möchte es auch nicht lange jetzt irgendwo in die Länge ziehen. Ich war schon eben, als As Time Goes By begann, schon sehr gerührt. Insofern würde es mir jetzt wirklich schwerfallen, noch weiter zu sprechen. Jetzt auch noch eine Urkunde, das gibt es gar nicht. Insofern, ich habe dafür ganz bestimmt einen ganz tollen Platz zu Hause. Mein Hund ist ja nicht so groß wie die Olga, in Anführungsstrichen. Aber ich wünsche allen weiterhin ganz, ganz viel Spaß heute an der Preisverleihung. Helmut,
wir kennen uns so lange, darum darf ich auch Helmut sagen. Helmut hat es gesagt, die Wertschätzung war mir immer sehr wichtig, weil ich immer denke, die Milch und die Milchbauern haben es verdient. Vielen Dank. Das Drücken, das hole ich alles dann nach, wenn wir endlich das auch mal wieder machen dürfen. Und es ist ja auch kein Geheimnis. Ich freue mich schon darauf, wenn es wieder alles wieder ein bisschen persönlicher wird. Vielen, 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 vielen Dank an alle. Danke. Und zu dieser Auszeichnung für Olga gehört natürlich auch die echte Urkunde. Und die muss ich natürlich an dieser Stelle auch noch verlesen. Botschafterin Milchland Niedersachsen Christine Kindler wird für besondere Verdienste rund um die Milchwirtschaft in Niedersachsen ausgezeichnet mit der Ehren-Olga. Zu dieser Empfehlung kamen unabhängige Gutachter, die die Anwärterinnen bezüglich Unternehmensführung, Herdenmanagement, Qualitätssicherung, Betriebsergebnis, Mitarbeiter- und Umweltschutz, soziales Engagement bewerten. Stellvertretend für die gesamte niedersächsische Milchwirtschaft gratuliert die Landesvereinigung der Milchwirtschaft zu dieser besonderen Auszeichnung und wünscht Christine Kindler für die Zukunft alles Gute. Unterschrieben haben die Vorsitzenden Jan Heusmann und Herbert Heilen. Und diese Urkunde nimmst du auch mit. Ich trage die gerne, du hast ja genug zu schleppen. Das ist natürlich auch mit einer Verpflichtung verbunden, nicht nur Auszeichnung, sondern Verpflichtung, dass du auch weiterhin die Milch positiv und unverfälscht nach außen vertrittst in deiner gewohnten Art. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. Ah, diese Überraschung ist schon mal geglückt und ich denke, wir werden heute noch einige weitere Überraschungen erleben, bevor es jetzt so richtig losgeht mit der Preisverleihung. Darf ich Ihnen noch unsere Sponsoren vorstellen, denn keine Goldene Olga geht ohne Sponsoren, das ist ganz klar. Seit vielen Jahren unterstützt die Firma Krone unsere Preisverleihung. Hier eine Grußbotschaft aus Spelle von Dorothee Renzelmann und Ludger Gude. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Preisträger. Zunächst senden wir Ihnen herzliche Grüße aus Spelle und hoffen, dass Sie alle gut durch diese herausfordernde Zeit kommen. 20 Jahre Goldene Olga, eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Wir sind als Sponsor seit der ersten Preisverleihung dabei und haben gemeinsam mit Ihnen viele schöne und emotionale Momente erlebt. Auch in diesem Jahr hat sich die Landesvereinigung wieder einiges einfallen lassen. Wir erleben heute eine virtuelle Preisverleihung, auf die wir uns gemeinsam mit den Preisträgern freuen. Vielen Dank an die Landesvereinigung Milchwirtschaft für 20 Jahre Goldene Olga. Alle sind heute Sieger, denn es werden die besten Milcherzeuger Niedersachsens ausgezeichnet. Und wir freuen uns, dass wir als Sponsor dabei sein können. Wir vom LVD Krone verstehen uns als kundenorientiertes Unternehmen. Das heißt, ohne Sie, unsere Kunden, gäbe es uns gar nicht. Daher sind wir seit 114 Jahren nunmehr in der vierten Generation sehr eng mit der Landwirtschaft verbunden und unterstützen daher diesen tollen Wettbewerb sehr gerne, heute und in Zukunft. Gerade jetzt, wo es immer wieder auch kritische Schlagzeilen rund um das Thema Landwirtschaft gibt, erleben wir mit dieser Preisverleihung ein tolles, positives Highlight. Wir freuen uns mit den ausgezeichneten Landwirtsfamilien und gratulieren den Preisträgern ganz herzlich. Herzlichen Glückwunsch und bleiben Sie gesund. Es grüßt Sie aus Spelle unsere Olga und das ganze Team des LVD Krone. Ein ebenso langjähriger Sponsor der Goldenen Olga sind die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Weser-Ems. Thomas Ahaus mit seiner Grußbotschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Gäste und Zuschauer. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so freue ich mich umso mehr, dass wir trotz der widrigen Umstände in diesem digitalen Rahmen zusammenkommen, um die Preisträgerinnen und Preisträger in diesem Jahr zu ehren und zu küren. Mittlerweile zählen wir die 20. Preisverleihung und wir als Volksbank und Raiffeisenbanken in Weser-Ems sind nahezu von Anfang an als Sponsor und Unterstützer mit an Bord. Genossenschaftsbanken und Landwirtschaft. Das gehört einfach zusammen. Uns verbindet eine lange Tradition einer fruchtbaren Zusammenarbeit.
Auf dieser bewährten Grundlage bringen die Volksbank und Raiffeisenbanken in Weser-Ems ihre Branchenkenntnisse und ihre Erfahrungen in die Beratung und Begleitung der landwirtschaftlichen Kunden ein. Wir sind Finanz- und Ansprechpartner vor Ort, in unseren Bankfilialen und immer wieder auch direkt beim Landwirt auf dem Hof. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Dieses Zitat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen zeigt auf, was das Engagement des Einzelnen und die Solidarität vieler bewirken können. Für alle Landwirte und im Besonderen auch für die Milchwirtschaft. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Landesvereinigung für die gute Zusammenarbeit und den Einsatz rund um den Milchlandpreis. Weil wir uns so eng mit der Milchwirtschaft verbunden fühlen, stehen wir voll und ganz hinter dem Milchlandpreis Goldene Olga und unterstützen den Milchlandpreis auch deshalb seit vielen Jahren. Wir möchten auf diesem Weg den Siegern des diesjährigen Milchlandpreises herzlich gratulieren und würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn die 20. Goldene Olga ein Jahr einen Stall bzw. eine Weide in Weser-Ems finden würde. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und spannende Veranstaltung und hoffe auf ein persönliches Wiedersehen im nächsten Jahr. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt geht es richtig los mit unserer Preisverleihung. Wir zeichnen in diesem Jahr 10 Betriebe aus. Alle 10 gehören zu den Top-Milchbauern in Niedersachsen. 5 Betriebe werden jetzt ausgezeichnet und die Reihenfolge, die ist nicht alphabetisch, sondern die ist erwürfelt worden. Sie ist zufällig entstanden. Und es geht los mit der Familie Kethorn. Das sind Anja, Lars, Gerlinde und Heinrich und die 3 Kinder. Sie wohnen in Isterberg in der Grafschaft Bentheim. Die Liefermolkerei ist DMK, Deutsches Milchkontor. Und hier sehen wir ihr Hofporträt. Wir sind die Familie Kethorn aus Niederlage, aus der schönen Grafschaft Bentheim. Wir sind ein reiner Familienbetrieb in der 25. Generation. Also man kann unseren Betrieb bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Und wir bewirtschaften hier einen Betrieb mit 100 Milchkühen, mit der weiblichen Nachzucht, einigen Zuchtbullen, 300 Nassschweinen und ein paar Bentheimer Landschafen. Insgesamt bewirtschaften wir 110 Hektar, aufgeteilt in Grünland, Mais, Getreide und ein paar Blühstreifen. Außerdem haben wir noch 10 Hektar Wald. Bei der Zucht ist uns besonders wichtig, dass unsere Kühe sehr gut funktionieren, schön aussehen und sehr alt werden. Ja, der Komfort ist ganz wichtig. Die Kühe müssen viel Bewegung haben, die müssen ganz wichtig eine gute Liegebucht haben, jeder einen Fressplatz haben, gute Futterqualität haben. Die gehen auch alle auf Weide, unsere Kühe gehen alle auf Weide, unser komplettes Jungvieh geht auf die Weide. Also das ist auf jeden Fall eine Botschaft an die Öffentlichkeit. Wir haben hier in Niederlage zum Beispiel 3 große Fahrradrouten, hier fahren sehr viele Fahrräder durch. Die Leute, das merkt man ja, die finden das toll, wenn dann noch Tiere auf der Weide laufen. Im Frühjahr haben wir hier sogar einen kleinen Almauftrieb, wo wir Nachbarn, Freunde einladen, die dann zugucken, wenn die Kühe ja, aus dem Stall kommen, auf die Weide laufen. Die Nachbarn, die freuen sich schon vorher drauf, die warten schon ab, wann wir die Kühe auslassen. Dass wir uns dieses Jahr wieder beworben haben für den Milchlandpreis, hängt eigentlich hauptsächlich damit zusammen, dass die Frauen das gerne wollten, weil das Geschenk so toll ist, was es dieses Jahr gibt. Und das ist ja auch was Besonderes, wenn dann die Prüfer auf den Hof kommen. Man hört, sieht viel, man kommt ja auch auf den Gewinnerbetrieb und so weiter. Und man versucht ja immer noch, sich weiterzuentwickeln. Und ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, um halt an den Schwachstellen noch zu drehen. Ja, und wir schalten jetzt live zur Familie Kethorn. Sind Sie alle da? Winken Sie doch mal. Da sind Sie. Ja, wir sehen Sie. Hallo, grüße Sie. Es hat also geklappt, das Geschenk kommt zu Ihnen, und zwar in Form dieses wunderbaren Hofschildes. Und in alter Tradition spreche ich immer noch einen Moment mit den Preisträgern, die normalerweise ja auf der Bühne stehen. Jetzt machen wir das so ein bisschen virtuell. Es sieht aus, wirklich, also das haben wir eben im Film schon gesehen, auch wenn ich das Bild jetzt sehe, Sie sind ein richtig toller Familienbetrieb. Ich würde gerne mal den Chef fragen, den Lars, wie ist es denn, Chef der ganzen Bande zu sein, die gleichzeitig auch die Verwandten sind? Ja, das ist nicht immer einfach, weil die ganze Familie möchte eben mitsprechen und auch bei den Entscheidungen nehmen wir immer alle dazu. Und ja.
Und wir haben gehört, seit 25 Generationen gibt es den Hof in Ihrer Familie. Die 26. Generation steht bereit. Wie ist es? Ja, wir haben auf jeden Fall zwei Söhne, die beide reges Interesse an der Landwirtschaft haben. Ja, wir müssen mal schauen. Also der erste hat seine Ausbildungsbetriebe fest. Und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht mit der Landwirtschaft. Ja, also Bock haben sie auf jeden Fall. Das ist wunderbar und das wünschen wir Ihnen natürlich auch, dass es weitergeht. Ich würde gerne mal die Eltern fragen. Ich kann mir vorstellen, das erfüllt Sie mit Stolz, wenn Sie sehen, dass Ihr Sohn und auch schon die Enkel jetzt mit Eifer dabei sind, bei dem, was Sie ja letztendlich auch vorgeführt haben von Ihren Vorfahren, oder? Wie ist das? Ja, wir sind sehr stolz auf unseren Sohn und auf unsere drei Enkel. Wir müssen unsere Enkelin auch erwähnen, die ist auch sehr interessiert. Sehr gut. Ich habe gleich eine Frage noch an Sie. Sie sind ja alle ganz sportlich. Man hat das eben schon gesehen, als Sie draußen standen. Also wirklich eine wie der andere. Sehr, sehr sportlich. Sie sind Trainer und selbst Spieler bei Fußball und Handball und so weiter. Und Gerlinde, Sie leiten eine ganz besondere Fitnessgruppe mit einem Namen, den ich noch nie gehört habe. Smoothie oder sowas. Was ist das? Smoothie. Das sind Ringe, die kommen aus Österreich. Mit denen kann man walken und man kann individuelles Training damit machen, Muskelaufbau und Bindegewebespannung und ja. Das ist für Jung und Alt etwas. Und Sie sind die Leiterin. Wunderbar. So sieht sie aus. Ja. Konnten Sie das jetzt auch machen während Corona? Ja. Das machen wir überwiegend draußen. Im Verein darf das nicht, aber privat machen wir das hier in der Lage mit Nachbarn und so, mit Abstand. Wie wir alle in diesem Jahr. Wir müssen alle uns umdenken, neue Wege gehen. Also ich wünsche Ihnen weiter viel Freude, sowohl beim Sport und vor allem natürlich auf Ihrem tollen Betrieb. Wir haben ihn ja gesehen, also der sieht wirklich top aus. Sie gehören zu den Top-Milcherzeugern in Niedersachsen. Ganz herzliche Grüße nach Isterberg in der Grafschaft Bentheim zu Familie Kethorn. Tschüss! Tschüss. Ja, und es geht weiter. Wir schalten jetzt gleich nach Friesland, in den Landkreis Friesland, nach Varel zur Familie Seetzen. Das sind Sigrid und Hartmut Seetzen. Die Liefermolkerei ist die Molkerei Ammerland und wir sehen jetzt das Hofporträt. Herzlich willkommen auf den landwirtschaftlichen Familienbetrieb Familie Seetzen in Neuenwege. Unser Betrieb bewirtschaftet 92 Hektar, davon sind 50 Hektar Grünland und 42 Hektar Ackerland. Wir haben 100 Kühe, 104 Liegeplätze dafür. Für uns sind die Kühe das Wichtigste, ganz besonders, dass das in Ruhe geht, dass die Tiere nicht vor mir weglaufen, dass die Boxen sauber sind und dass die Tiere top fressen haben. Für mich heißt das jeden Tag mindestens einmal einen blitzsauberen Futtertisch. Und für die Kühe ein weiches Bett, sodass sie auch gemütlich schlafen können. Mir liegt das ganz besonders am Herzen, wenn man bei uns auf den Betrieb kommt, dass man dieses feine Detail sieht, wie schön der Garten auch aussehen kann auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, wie sauber die Ställe sein können. Ich wünsche mir immer, wenn der Mensch hier bei uns auf der Auffahrt kommt, dass er sich hier einfach wohlfühlt und mit den Tieren sich anfreunden kann. Wir bewirtschaften auch die Biogasanlage nebenan. Und zwar rund um die Uhr. Wir füttern sie, wir machen die Geschäftsführung. Und auf der anderen Seite bin ich Kreislandvolkvorsitzender. Da bin ich natürlich auch sehr daran interessiert, die Probleme, die uns als Landwirte drücken, dann auch politisch rüberzubringen. Deswegen laden wir auch Politiker gerne ein, damit sie vor Ort sehen, welche Auswirkungen Gesetzesentwürfe haben, damit am Tagesende ein Gesetz rauskommt, wo wir als Landwirte auch mitleben können. Für 2020 hatten wir uns zum Tag des offenen Hofes angemeldet. Das fiel dann aber ins Wasser wegen Corona. Und kurz vor Einsendeschluss fiel mir dieser Fragebogen von dem Milchland Niedersachsen wieder in die Hände. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, Mensch, war nichts los dieses Jahr, wollen wir da nicht mitmachen. Und so haben wir uns im Grunde auf dem letzten Tag beworben und freuen uns riesig, dass wir unter den Top 10 gelandet sind.
und es hat sich gelohnt, mitzumachen, auch am allerletzten Tag noch, am letzten Tag des Einsendeschlusses. Und da ist sie, die Familie Seetzen in Varel. Hallo, ich grüße Sie. Sie hören uns? Dann winken Sie mal, wenn Sie uns hören. Hallo. Ja, super, super, schön. Sieht richtig schön gemütlich. Es sieht richtig schön gemütlich und weihnachtlich aus. Und Sie haben gesagt, Frau Seetzen, wenn jemand auch bei uns auf den Hof kommt, dann soll er gleich so willkommen heißen. Das soll eigentlich alles toll aussehen. Wer kommt denn so auf den Hof zu Ihnen? Ja, bei uns auf dem Hof kommen ziemlich viele Leute, die einfach mal kommen, Kinder. Es kommt Schule, der Fußballverein. Wir haben im letzten Jahr einen Hofgottesdienst bei uns abgehalten. Da war das an Corona ja noch möglich. Da kommen dann wieder ganz andere Menschen, als wenn wir Tag der Milch machen. Wir haben schon zweimal den Tag der Milch bei uns veranstaltet. Schon einmal den Hofgottesdienst nicht, sondern Tag des offenen Hofes haben wir bei uns gemacht. Und ich finde immer, wenn der Mensch bei uns... Ja, und da sind Sie etwas eingefroren, das ist klar. Also eine ganz... Ich verstehe Sie jetzt gerade nicht. Ja, wir Sie auch nicht. Ich kann vielleicht mal sagen, Sie sind sehr engagiert in der Öffentlichkeitsarbeit. Tag des offenen Hofes haben Sie schon vor 14 Jahren mitgemacht. Sie sind beim Tag der Milch dabei, 2009 und 2017. Haben einen Hofgottesdienst gemacht 2019, was eine ganz tolle Aktion sicherlich war. Und ich bin mir ganz sicher, auch im nächsten Jahr wird es wieder öffentliche Veranstaltungen geben. Das muss einfach sein. Eine Frage habe ich noch an Hartmut Seetzen. Sie haben gesagt, Ihnen ist es ganz wichtig, dass Sie im Kontakt sind mit den Politikern, denn letztendlich Sie müssen das ja ausbaden, was da so beschlossen wird. Und die neueste Geschichte ist ja jetzt der Niedersächsische Weg. Haben Sie da irgendwie mitgemacht, mitgewirkt an dem Gesetzentwurf? Ja, wir haben ja gleichzeitig Anfang Mai, nachdem wir das gehört haben, sofort eingebracht. Wir Kreisvorsitzende in Zusammenarbeit mit den anderen Kreisverbänden an der Küste, vom Dollart bis zur Elbe. Wir haben uns da sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil wir eben auch die Hauptbetroffenen sind, weil wir eben hier ein sehr engmaschiges Wassernetz haben, Kleinstrukturen, immer 3 Hektar groß. Und von daher war es da schon für uns, wir haben sehr viel Präsenz vor Ort. Da war unser Umweltminister, unser Präsident und Vizepräsident vom Landvolk und die Kammermitarbeiter, alle, die haben wir zusammen am Tisch, haben dann diskutiert, was denn das für Probleme bei der Landwirtschaft ausgelöst hätte, wenn das einsetzen wäre, wie es zu Anfang war. Und am Tagesende, muss ich sagen, finde ich das eine super Leistung von allen Beteiligten, von den Umweltverbänden, wie aber auch von unseren eigenen Vertretern, dass man durchgehalten hat und am Ende dann ein Weg, dass die meisten, das muss ich betonen, die meisten Landwirte gut mitleben können. Wunderbar. Das ist sehr schön von Ihnen zu hören. Ein Mann der Praxis sagt das. Vielen herzlichen Dank. Viele Grüße nach Varel ins wunderschöne Friesland. Genießen Sie den Vormittag noch weiter mit uns. Herzlichen Glückwunsch an Familie Seetzen. Und jetzt schalten wir gleich gar nicht so weit weg. Ein bisschen weiter von Friesland gehen wir jetzt nach Ostfriesland und zwar in den Landkreis Aurich, nach Schwittersum. Dort ist die Lindener GbR zu Hause und das sind die Brüder Abke und Hilko Lindener und die Eltern Traute und Jibbe. Ich darf auch hier noch die Liefermolkerei nennen, das ist DMK Deutsches Milchkontor. Und jetzt gucken wir uns das Hofporträt an. Moin, wir sind hier auf dem Betrieb von der A&H Lindener GbR. A&H Lindener, das sind einmal Abke, mein Bruder, und ich, Hilko.
Wir bewirtschaften den Betrieb zusammen mit unseren Eltern und unserem Mitarbeiter und unserer Auszubildenden. Oder wir haben 120 Hektar Grünland und 60 Hektar Ackerland. Auf diesem Standort ist absolutes Dauergrünland. Wir melken aktuell 220 Milchkühe mit einer Leistung von etwa 10.000 Liter. Kühe haben im Sommer Weidegang, Tag und Nacht. Und dazu ziehen wir noch unser eigenes Jungvieh auf, konzentrieren uns aber darauf, dass wir nur so viel aufziehen, wie wir auch selber brauchen an Jungvieh. Wir haben jetzt aktuell eine Abgangsleistung von 49.000 Liter und freuen uns auch, wenn die Kühe hier auf dem Betrieb alt werden können. Was wichtig ist für eine hohe Lebensleistung, ist gutes Grundfutter, gute Grassilage, die uns auch meist, ja, die man hier auch gut ernten kann von den schweren Marschböden, wovon dann auch ungefähr 60% in der Ration drin sind. Unser Betrieb teilt sich auf zwei Standorte auf. Der alte Stall, wo wir unser Jungvieh halten und wo auch unsere Wohnhäuser ganz in der Nähe stehen. Und einmal der Milchviehstall, der mitten in unserem Grünland liegt, sodass wir die Kühe auch gut weiden können. Und am Milchviehstall, der 2007 neu errichtet worden ist, bauen wir aktuell noch eine Biogasanlage, um unseren Wirtschaftsdünger nochmal wieder zu verwerten. Ja, wir versuchen hier die einfachen Sachen ordentlich und gut zu machen und dann funktioniert das im Großen und Ganzen. Wir sind keine Freunde von irgendwelchen Tüdelüt. Ich finde, der Milchlandpreis ist eine tolle Sache in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit für die Milchwirtschaft insgesamt und deswegen haben wir uns da gerne für beworben. Ja, und jetzt ein herzliches Moin nach Schwittersum. Und ich würde Sie erstmal bitten, genau das, Ihr Mikro anzuschalten, dass wir Sie auch hören. Sie hören mich auf alle Fälle. Können Sie mal winken? Hören Sie mich? Das ist noch nicht der Fall. Hallo, Familie Lindener. Sind Sie? Ah, jetzt sehe ich ein Winken. Wunderbar. Also man sieht, die Digitalisierung in Deutschland hat noch Reserven. Auf alle Fälle freue ich mich, dass Sie ja, mit ganzer Truppe jetzt dabei sind bei unserer digitalen Preisverleihung. Wie funktioniert das? Zwei Brüder als gleichberechtigte Betriebsleiter. Wie funktioniert das? Ganz gut, also das ist wunderbar. Jeder hat seinen klaren Aufgabenbereich und es gibt natürlich auch mal Unstimmigkeiten, aber das gehört halt dazu und solange es um die Sache geht, ist es eigentlich von Vorteil, wenn man auch mal verschiedener Meinung ist. Wie war das, ich frag mal die Eltern, als beide Söhne sich ja, dafür entschieden haben, in die Landwirtschaft zu gehen? Ja, also wir waren erst erstaunt. Eigentlich war es von klein an Helko, der sich herauskristallisierte zum Landwirten. Und dann auf einmal war Abka auch da. Und ja, es ist einfach positiv und schön, mit anzugucken, wie die beiden wirtschaften. Mhm. Oder wir als ganze Familie. Ja. Und das heißt, sozusagen zwei Familien können auch davon leben, von der Landwirtschaft. Denn das ist ja oft gar nicht so einfach, ne? Dass man sagt, wenn immer mehr Leute, wir müssen ja alle davon leben. Ich nehme an, bei Ihnen funktioniert es gut. Lerne klagen, ohne zu leiden. Wie bitte, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, es funktioniert schon ganz gut und das ist auch der tägliche Ansporn, unsere Arbeit gut zu machen, dass wir auch ja, am Ende vom Tag da tatsächlich mit zwei Familien von leben können. Hm. Sie haben eben im kleinen Film gesagt, Sie mögen kein Tüdelüt. Was meinen Sie damit? Nach Landwirtschaft also glaub, ohne Tüdelüt. Wir wussten gar nicht so richtig, was wir sagen sollen, wodurch wir uns jetzt auszeichnen als Betrieb, weil wir der Meinung sind, wir sind eigentlich ganz normal und machen nichts. Also vom Gefühl her sind wir vielleicht kein Spitzenbetrieb. Und wir versuchen also im täglichen Geschäft die einfachen Dinge ordentlich und gut zu machen. Und im Sommer reicht das denn für das, was wir möchten. Ja,
Und wie man sieht, funktioniert das ja auch. Sie gehören zu den Spitzenbetrieben, auch ohne Tüdelüt, und gehören zu den Top Ten in Niedersachsen. Eine letzte Frage habe ich noch. Im Film hat man gesehen, dass die Windräder sehr dicht bei Ihnen am Haus stehen. Stört das die Kühe eigentlich, wenn die da auf der Weide sind und über Ihnen dreht sich das? Überhaupt nicht. Bislang eigentlich nicht. Also kann man nicht merken. Und beschwert haben sie sich auch noch nicht. Ja. Und im Sommer, wenn es sehr heiß ist, dann stehen die alle hinter der Windmühle im Schatten. Ja, wunderbar. Wie man sieht, hat alles seine zwei Seiten, auch natürlich Vorteile. Ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Viele Grüße, machen Sie es weiter gemütlich, genießen Sie die Kaffee- oder Teestunde. Herzliche Grüße nach Schwittersum zur Lindener GbR. Ja, und jetzt geht es in den Landkreis Oldenburg, und zwar nach Hatten-Twilbeke-Ost. Dort ist die Familie Lüschen-Struthof zu Hause. Und dazu gehören Karin und Dirk Lüschen-Struthof und vier Kinder. Das sind Annika, Finn, Madita und Insa. Die Liefermolkerei ist die Molkerei Ammerland. Und hier sehen Sie ihr Hofporträt. Wir sind Familie Lüschen-Struthof. Wir bewirtschaften einen Milchviehbetrieb. Diesen Betrieb gibt es in der siebten Generation. Wir haben 135 Milchkühe mit 130 Jungrindern. Wir haben eine Fläche von 117 Hektar, wovon die Hälfte Ackerland und die Hälfte Grünland ist, und haben im Jahr eine Durchschnittsleistung von 11.600 Kilogramm. Wir machen bei MyQTube mit, wir machen mit der ganzen Familie Filme. Das ist auch bei uns am Betrieb, finde ich, das ganz Besondere, dass unsere ganze Familie da mitmacht. Ansonsten haben wir aber auch durch unsere Kinder, haben wir sehr viele Gruppen bei uns auf dem Milchviehbetrieb. Dann haben wir Schulklassen, wir machen beim Ferienpass mit von der Gemeinde. Wenn jetzt Familien sagen, sie kommen hier mit dem Rad vorbei, wir nehmen an der Fahrradroute vom Kreislandvolkverband teil. Die Fahrradroute nennt sich Kickendland. Dann kann er sich melden beim Landvolk, und dann kommt er als mit einer Gruppe oder einer Familie, guckt sich unseren Betrieb dann an. Wir vier Kinder kümmern uns besonders um die Nachzuchten und die Jungrinder. Wir nehmen auch an Jungzüchterwettbewerben teil und machen die Rinder dann fertig für die Tierschauen. Wir bemühen uns, geben unser Bestes und sind eigentlich täglich dabei, das Tierwohl noch immer weiter zu verbessern. Wir haben dieses Jahr nochmal wieder mitgemacht beim Milchlandpreis, weil man aus diesem Besuch von den Gutachtern jedes Mal wieder was für seinen eigenen Betrieb auch davon mitnehmen kann. Ganz herzlich willkommen an die tolle Familie Lüschen-Struthof. Genau, und da sehe ich schon, Sie machen gerade das Mikro an. Das ist gut, damit wir Sie auch hören. Und geben Sie mal kurzes Handzeichen, ob Sie mich hören. Ja, super, das ist schön. Hallo, moin. Also das macht Spaß, Ihnen zuzuschauen, wie die ganze Familie eifrig dabei ist. Sie machen auch ganz viel Ehrenamt. Sie haben ja eigentlich schon genug zu tun auf Ihrem Hof und mit der ganzen Familie. Warum engagieren Sie sich so viel ehrenamtlich? Vielleicht mal an die Dame des Hauses erst die Frage. Ja, Ehrenamt ist total wichtig, weil wir auch mit dem Ehrenamt unseren Betrieb auch noch weiter transparent machen für die Bevölkerung. Nicht nur für landwirtschaftliche Kollegen, sondern auch für den Rest der Bevölkerung, sage ich mal. Sie sind ja auch Q-Tuberin und machen ganz tolle Filme. Haben Sie einen Lieblingsfilm, den Sie hier noch mal ein bisschen bewerben wollen? Ja, die Kuhdusche 2.0. Wie heißt die? Und den Laternenumzug. Also die Kuhdusche 2.0. Alle angucken. Mit Dirk gemacht. Und ganz toll. Okay. Die Frage vielleicht mal an die junge Generation. Was hat euch bewogen? Also wie ich sehe, die Tochter studiert schon Agrarwissenschaften, Sohn ist im zweiten Lehrjahr Landwirt. Ja. Was hat euch bewogen zu sagen, wir führen das weiter hier, was die Eltern aufgebaut haben? Ja, also wir Kinder arbeiten auch sehr gerne mit Tieren zusammen, und wir finden es halt auch wichtig, dass der Betrieb hat auf jeden Fall Zukunftsorientierung. Und wir finden es auch sehr wichtig, da mitzuarbeiten. Und genau, also wir wollen den Hof ja auch später übernehmen. Mal schauen, wer das dann wird oder ob es ich und mein Bruder dann zusammen machen. Ja.
Da hatten wir eben ein tolles Beispiel, ne? Die beiden Brüder, die den Hof zusammenführen. Also es funktioniert. Die Frage an Dirk Lüschenstruthof: Was wünschen Sie sich für die Landwirtschaft oder für Ihren Hof so in den nächsten Jahren, damit Ihre Kinder den auch wirklich übernehmen können? Also, ja, was wünsche ich? Faire Preise, dass das auch mehr gewertschätzt wird, was wir hier machen, und dass... Achso, ich bin da... Ja, wir sehen Sie schon. Wie bitte? Wir sehen Sie. Gucken Sie, da kommen schon die ersten, Glückwünsche. Sie werden schon wieder gestört. faire Preise und es ist auch ja schön, was man aufgebaut hat, dass es dann weitergeführt wird. Ja. Und wenn da so viele, also wenn man vier Kinder hat und die haben alle Lust dazu und am Schauen teilnimmt, ist man auch schon sehr stolz auf die ganze Familie. Und ich finde es auch gut, dass der Zusammenhalt in der Familie so gut ist. Und wenn man Not am Mann ist, die Geschwister, die springen mit ein. Ich habe 5 Geschwister, wir helfen uns gegenseitig in der Landwirtschaft aus, beim Mähen, Grasmähen und Erntearbeiten. Wir helfen da, die helfen bei uns beim Mähen. Und somit ist das alles so ein bisschen eine runde Sache. Ja, also Großfamilie, die Sie sind, und dann noch helfen Sie sich gegenseitig. Wen ich vermisse, ist der Finn. Wo ist der? Muss der arbeiten heute? Der ist auch im Lehrbetrieb. Ach so. Ja, der, einer muss arbeiten. Ja, ne? Also ist gut. Der ist im Livestream dabei. Der guckt das heute auch jetzt. Ja. Dann grüßen wir mal ganz herzlich Finn. Wo lernt er denn genau? In Stur bei André Mahlstedt. Also, viele Grüße. Der hat auch schon mal eine Auszeichnung bekommen, ja. Der Betrieb. Was, der Series Award, der war schon mal bei der Auszeichnung mit dem Series Award, der Betriebsleiter dort. Also, macht sehr viel Direktvermarktung auch. Also, viele Top-Betriebe, herzliche Grüße an Finn, falls Sie uns jetzt hören, Finn. Und jetzt würde ich noch Madita und Insa ansprechen. Wollt ihr auch Landwirte werden? Wisst ihr das schon? Ihr seid also 15 und 11 Jahre alt. Mein Job ist Tierarzt. Das ist auch schon, seitdem ich 6 bin, glaube ich, ist das immer so mein Traum. Und das kann ich auch gut mit diesem Hof hier verbinden. Ja. Super. Und Insa? Mein Traumjob ist Lehrerin eigentlich. Aber wenn hier mal jemand Hilfe braucht, würde ich auch mithelfen. Wunderbar. Also eine tolle Familie, die wir da hier vereint sehen. Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Familie Lüschenstruthof in Hattentwilbeke Ost im Landkreis Oldenburg. Viele Grüße an Sie. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, und wir sind jetzt in Wadenburg im Landkreis Oldenburg, gar nicht so weit weg. Und dort lebt die Familie Hasselhorn. Und zwar ist das die Hasselhorn GbR, bestehend aus Anke und Dieter, Sohn Renke und der Freundin Ann-Kathrin. Die Liefermolkerei ist die Molkerei Ammerland. Und hier sehen Sie die Familie Hasselhorn im Hofporträt. Herzlich willkommen auf dem Milchhof der Familie Hasselhorn. Wir wohnen hier in Bentholm, Gemeinde Wadenburg, und melken hier 185 Milchkühe. Wir bewirtschaften hier auf dem Betrieb 130 Hektar, 61 davon sind Ackerland und 69 davon sind Grünland. Unsere Kühe werden mit 3 Lely Melkrobotern gemolken, haben eine Milchleistung von 12.150 Liter in diesem Jahr. Das Jungvieh wird hier selbst auf dem Betrieb großgezogen. Und das ist unser neuer Kälberstall. Seit einem Jahr sind die Kälber hier drin. Das haben wir gebaut, damit es ihnen besser geht, damit die mehr Luft und mehr Licht haben. Und dem Tierwohl zuliebe haben wir sogar Musik im Kälberstall. Wir bilden auf unserem Betrieb auch aus. Zurzeit haben wir jetzt einen Auszubildenden und einen Praktikanten. Das bereitet uns also sehr viel Freude. Es macht uns Spaß, weil man da auch vieles kennenlernt, was die Auszubildenden mitbringen. Wir sind zum Milchlandpreis gekommen, weil man viel in den Medien gelesen hat
von Bekannten was gehört hat, dass das eine sehr interessante Sache ist. Durch die beiden Gutachter, die hier waren und sich den Betrieb angeschaut haben, hat man seinen Betrieb noch mal ganz anders kennengelernt und noch mal intensiver darüber nachgedacht, was man überhaupt macht und wie man es macht. Oder was man eventuell auf dem Betrieb auch noch ändern könnte. Herzlich willkommen, Familie Hasselhorn. Da sitzen Sie und ich hoffe, Sie haben Ihr Mikro angestellt, damit wir uns verständigen können. Sie hören uns hier? Ja? Nein, noch nicht? Ja. Ah, super. Renke hebt etwas verhalten die Hand, aber ich sehe damit, dass Sie uns sehen. Sie haben eben beide gesagt, sowohl Vater als auch Sohn, durch die Gutachter erfährt man immer noch mal, was auf dem Betrieb vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig ist. Können Sie da mal so ein kleines Beispiel bringen, was Sie gelernt haben durch den Besuch der Gutachter? Ja, das sind einfach Sachen, was man in den Papieren mal gesehen hat und was da für Andeutungen gemacht werden, was man eventuell noch ändern könnte zum Tierwohl hin und wie es den Tieren eben geht. Wir haben ja gehört, Sie haben sogar Musik für die Kälber an. Also, aber was haben Sie vielleicht noch an Tierwohl? Vielleicht können Sie es noch mal deutlicher machen. Was könnten Sie konkret verändern? Also konkret verändern, dass wir noch mehr Licht und Luft zum Beispiel in den Ställen reinbringen oder noch mal einen Auslauf für Tiere bauen. Also im gewissen Sinne noch irgendwelche älteren Ställe zu modernisieren. Das ist dann wahrscheinlich Aufgabe für Renke, der ja den Hof übernehmen wird. Das ist ja eine große Entscheidung auch, in den Betrieb der Eltern dann wirklich einzusteigen. Ist Ihnen das leicht gefallen oder haben Sie wirklich ein paar schlaflose Nächte vorher gehabt, Renke? Also man ist ja eigentlich damit groß geworden und man hat so alles miterlebt, immer von klein auf an. Und es war halt schon interessant und man wächst ja auch so ein bisschen rein in den Betrieb. Und das ist halt schön, dass man sowas dann weiterführen darf. Ja. Wo haben Sie Landwirtschaft gelernt? Ich habe die Berufsschule in Friesreute besucht, war dann auf dem Betrieb in Osnabrück, in Fenne. Und einmal in Großenkneten, auch auf dem Milchviehbetrieb. Und ein Jahr haben wir zu Hause gemacht, oder habe ich zu Hause gemacht, weil das von der Schule so angeboten wurde. Und das war gerade das Jahr, wo wir unseren Boxenlaufstall gebaut haben. Und das war halt auch ganz schön, dass man das dann so mitbekommen konnte. Und als Sie in der Berufsschule waren und nach Hause zurückgefahren sind, haben Sie das mit dem Motorrad gemacht, nehme ich an, oder? Wie bitte? Sie sind bestimmt mit dem Motorrad immer hin und her gefahren, von der Berufsschule nach Hause. Ja, ich hatte so eine Art Roller, hatte ich, genau. Da bin ich immer mit hin und her gefahren. Denn das ist den Gutachtern aufgefallen. Das scheint das ganz große Hobby zu sein von Renke, Motorradfahren. Ja, so ein bisschen, ja. Ja. Als, ich frage nochmal Dieter und Anke, als Sie den Betrieb übernommen haben von Ihren Eltern, Sie führen ja den Betrieb schon in der vierten Generation, was haben Sie damals verändert? Also wir haben viel für die Tiere gemacht, dass es denen besser geht. Also Ställe erneuert, die Dächer offener gemacht, sodass dass es den Tieren besser geht und auch noch den einen oder anderen Stall angebaut. Ja, und irgendwo hat sich das so nach und nach alles ergeben. Ja, und jetzt gehören Sie zu den Top-Milcherzeugern in Niedersachsen und noch mal eine Frage an Dieter und Renke. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wie soll es weitergehen mit Ihrem Betrieb, mit der Milchwirtschaft? Dass das immer irgendwo gut weiterläuft, dass hier noch schöne, anständige Preise, dass sich das alles so ein bisschen erholt und der Betrieb wird auf dieser Schiene wahrscheinlich durch Modernisierung noch weiterlaufen, weil die Technik bei der jüngeren Generation doch noch mehr ansprechbar ist wie in unserer Generation. Mhm. Also das würde dann ja eher noch Sache für Renke sein, der den Betrieb weiterentwickelt. Renke, wir haben viel vom Niedersächsischen Weg heute auch wieder schon gehört. Müssen Sie konkret auf Ihrem Betrieb was verändern? So direkt nicht. Man könnte nochmal, also von der Größe her denke ich, dass es ein ganz guter Betrieb ist. Also da kann man eine Familie oder zwei Familien von ernähren.
Aber man muss halt immer sehen, dass man auf dem neuesten Stand bleibt und mit der Zeit geht, sag ich mal. Dass man immer, wie meine Mutter schon sagte, Ställe verbessert und erneuert, damit es den Tieren halt einfach gut geht. Und den Menschen damit auch. Herzlichen Glückwunsch der gesamten Familie Hasselhorn. Viele herzliche Grüße. Und ja, vielleicht sehen wir uns das nächste Jahr dann live in Bad Zwischenahn. Also, tschüss, alles Gute nach Wartenburg. Danke. Ja, meine Damen und Herren, was wäre die Goldene Olga, was wären die Betriebe, die besucht werden, ohne die Gutachter? 6 Gutachter sind seit 20 Jahren schon dabei, denn wir feiern ja in diesem Jahr die 20. Goldene Olga. Und es gibt tatsächlich Gutachter der ersten Stunde sozusagen. Einer ist hier jetzt bei mir auf der Bühne. Ich möchte auch das ist Frank Hohlenberg. Und die anderen, die seit 20 Jahren dabei sind, möchte ich auch noch erwähnen. Das sind Manfred Gerken, Matthias Gutfleisch, Uwe Herzog, Bernd Lühmann und Dr. Georg Tepker. Ja, Frank Hohlenberg, schön, dass Sie hier sind. Herr Hohlenberg, auf welchem Betrieb waren Sie in diesem Jahr? Ich war eben auf dem letztgenannten Betrieb bei der Familie Hasselhorn. Ah, super. Ja. Also, kennen Sie sich gut aus dort? Wir haben dort einen Tag verbracht und das war für beide Seiten sehr interessant. Was hat sich in den 20 Jahren verändert? Eigentlich gibt es ja diesen Milchlandpreis 20 Mal jetzt als Preisverleihung, aber angefangen hat er eigentlich vor 21 Jahren und da war Herr Osmers noch Geschäftsführer. Da musste man sich ja generell erstmal Fragen überlegen, die man fragen soll, um diesen Preis herauszustellen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und die zweite Herausforderung war dann eigentlich, dass ja immer ein Landwirt und ein Berater auf den Hof fährt und die Betriebe begutachtet. Die Berater sind meist so Zahlenmenschen, da geht das alles so nach Zahlen. Und wir Bauern, wir bewerten auch so diese sozialen Aspekte und die weichen Faktoren. Und da musste man sich auch erstmal so ein bisschen kennenlernen und einkalibrieren. Also verändert hat sich in der Tat, die Betriebe sind etwas größer geworden. Man braucht etwas mehr Zeit, weil die Stallungen natürlich auch größer geworden sind. Und man muss also auch sagen, dass sich verändert hat in diesen 20 Jahren, die politischen Anforderungen, und da möchte ich aber auch mit aller Deutlichkeit nochmal sagen, dass die Betriebe, die in der Milchproduktion tätig sind, dem immer mitgegangen sind. Sie haben immer mehr dokumentiert, sie haben immer mehr aufgeschrieben. Das Tierwohl kam immer besser, wurde immer besser herausgestellt. Und das waren so diese Veränderungen der letzten 20 Jahre. Können Sie sich an eine Begebenheit erinnern, die Sie besonders amüsant vielleicht fanden, besonders bemerkenswert? Ja, da gibt es 2 oder 3. Ich habe eben mal in der Anmoderation so ein bisschen geguckt. Wir haben ja so ein bisschen ein paar Minuten Zeit. Ich hatte mir mal so 2, 3 Sachen überlegt. Also es ist generell so, wir fühlen uns erstmal, und das gibt auch eine gewisse Wärme bei den Familien, sehr gut aufgehoben. Wir werden dort sehr gut verpflegt. Und das ist auch keine Bestechung, das ist einfach eine Herzlichkeit, die wir gerne mitnehmen. Und dafür möchte ich mich auch stellvertretend für die anderen Gutachter nochmal bedanken, bei allen Betrieben, die bis jetzt mitgemacht haben. Ich komme ja nun aus dem schönen Weserbergland und nehme auch mal für mich in Anspruch, dass unsere Region eigentlich ein sehr gutes Hochdeutsch spricht. Wenn man im Norden ist, dann verfallen diese Familien manchmal auch in diese plattdeutsche Artikulation. Und da muss man dann auch mal sagen, so jetzt stopp mal einen kleinen Moment, jetzt wollen wir auch mal wieder so sprechen, dass es alle verstehen. Das ist immer ganz witzig. Wir hatten manchmal Fälle, da sprach dann die Betriebsleiterin nach dem Mittagessen so, die Gutachter müssen jetzt mal 10 Minuten Pause machen. Wir fragten natürlich, warum. Mein Mann macht jetzt erstmal kurz Mittagsschlaf. Ist wahrscheinlich manchmal so auf den Betrieben, die stehen ja auch früh auf. War für uns dann auch ganz witzig. Aber eine Gegebenheit, die hat mich wirklich schmunzeln lassen. Und zwar war es ja in Bad Zwischenahn immer so, dass, wenn man wusste, wer gewinnt, dort auch politische Prominenz, der Samtgemeindebürgermeister oder der Landrat aus dem Landkreis vor Ort ist. Und es gab mal einen Betrieb, der auch mitgemacht hat und auch zur Preisverleihung geschickt wurde nach Bad Zwischenahn. Wusste natürlich nicht, welchen Platz er machte. Und vor der Preisverleihung rief dann der Lehrling an, der dann zu Hause geblieben ist und hat gesagt, also ihr seid zwar da in Bad Zwischenahn, aber Erster werdet ihr nicht. Unser Bürgermeister fährt hier noch mit dem Auto rum. Braucht da keine Angst zu haben. Also das fand ich dann also auch ganz witzig. Das kann heute nicht passieren bei dieser virtuellen Preisverleihung. Also diese Herzlichkeit ist gegeben, aber die Herzlichkeit, ich möchte das auch noch mal sagen, ist auch gegeben aus der Geschäftsstelle der Landesvereinigung. Und da möchte ich auch noch mal Herrn Fritsch ansprechen, der dort als
Oberauditor auch nochmal Ansprechpartner ist, wenn für uns Gutachter sich nicht alles erschließt. Mhm. Wir haben das immer wieder in den vergangenen Jahren auch gehört, dass viele der Landwirte erstaunt sind. Oh Gott, was die Gutachter alles wissen wollen und so weiter. Und das dauert einen ganzen Tag und so. Mhm. Können Sie vielleicht mal einen kleinen Abriss geben? Was wollen Sie denn da alles wissen? Also Jan Heusmann hat es ja in seiner Begrüßungsrede auch gesagt. Also es baut sich aus oder es fußt auf diese vier Faktoren Ökonomie, Ökologie, Tierwohl und Soziales. Und da gehen wir also wirklich ins Detail. Die Familien, die freuen sich und sind neugierig in dem Moment, wenn wir kommen, aber sie sind genauso froh, wenn wir wieder wegfahren. Und eins ist auch immer ganz exemplarisch, wenn wir dann uns dort treffen, wir machen eigentlich Beginn mit einem Betriebsrundgang, gucken uns erstmal alles an, dann gehen wir ins Büro bis, sage ich mal, so 4-5 Stunden, machen Büroarbeit und das wird dann teilweise in den Wohnzimmern oder in der Küche oder in der Stube gemacht. Aber wenn man dann wegfährt, stellt man fest, dass das halbe Büro dann in der Stube liegt, weil so gehen wir dann doch ins Detail ein. Also wir gucken uns Versicherungen an, wir gucken uns natürlich betriebswirtschaftliche Zahlen an. Ganz interessant für uns Gutachter ist immer so dieser sogenannte Zukunftsplan, was die Betriebe machen wollen. Manche wollen alles das, was sie machen, noch perfektionieren und besser werden. Manche wollen natürlich auch Schritte nach vorne machen, wollen etwas größer werden. Das gucken wir uns an. Also es sind, wie gesagt, die Zahlen, das nimmt sicherlich schon 4-5 Stunden in Anspruch im Büro. Und dann gucken wir uns Produktionsabläufe auf dem Betrieb an. Das heißt, wir gehen in den Melkstand, wir gucken uns die Hygienemaßnahmen im Melkstand an. Wir gehen jetzt nicht wegen Corona, sondern generell, weil die Milch ist ja wirklich ein hochsensibles Nahrungsmittel. Produkt und das halten die Betriebe aber alles top ein, Zellzahl, Keimzahl. Wir gucken uns die Bewertungen und die Analysen der Molkereien an. Wir beginnen meist so morgens um 9 und fahren dann abends um 18 Uhr von den Betrieben weg. Und dann machen die drei Kreuze. Da wissen Sie, was Sie getan haben. Die machen drei Kreuze und Sie wissen auch, was Sie getan haben. Ich glaube, die noch mehr als wir. Was reizt Sie an dieser Aufgabe als Gutachter? Ich bin einmal froh, dass ich als Gutachter mich einbringen kann, um diesen Öffentlichkeitspreis überhaupt mit am Leben zu halten. Das sind meine anderen Gutachterkollegen natürlich auch, weil wir immer sagen, Milch ist so ein tolles Nahrungsmittelprodukt und das wollen wir auch gut bewerben. Und persönlich nehme ich natürlich aus diesen Gesprächen auch so mit, wie man in anderen Regionen denkt, wie man lebt, wie man dort arbeitet, was dort Prämissen hat und da nehme ich natürlich für mich und meine Familie auch sehr viel mit, weil wir ja selber oder ich selber mit meiner Familie auch einen landwirtschaftlichen Betrieb leite. Sind Sie im nächsten Jahr auch wieder dabei als Gutachter? Ich hoffe, dass diese Preisverleihung der Goldenen Olga oder auch die Akquise der Betriebe so weitergeht und ich schätze die Goldene Olga wirklich als Top-Werbemaßnahme. Ganz herzlichen Dank, Frank Hohlenberg, Gutachter der ersten Stunde, seit 20 Jahren dabei. Vielen Dank. Bitte schön. Alles Gute für Sie. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt nochmal richtig schön zurücklehnen, Musik genießen mit Josef Barneckel. Er ist live hier und Get Lucky heißt es jetzt. Thank you.
Vielen Dank, Josef Barnickel. Genau, da gibt es einen Applaus. Leider nur von ein paar Leuten. Natürlich, wir sind in einem riesen Raum hier in Hannover. Und wahrscheinlich im nächsten Jahr sehen wir uns alle wieder live und da sind Sie dann auch wieder dabei, Josef Barnickel. Und bis dahin gucken Sie unbedingt mal das Video von ihm an, wie er im Kuhstall Musik macht. Das ist einfach großartig auf MyQTube. Ja, wir kommen zu Platz 5 und dieser Platz 5 ist verbunden mit 500 Euro Futtergeld. Und die 500 Euro, die gehen nach Cuxhaven und zwar zu Familie Jahnke. Das sind Andrea und Matthias Jahnke und die Zwillingssöhne Timo und Philipp. Die Liefermolkerei DMK Deutsches Milchkontor und hier das Hofporträt. Mein Name ist Matthias Jahnke. Ich bewirtschafte hier in Ahrensch mit meiner Familie einen Milchviehbetrieb. Ahrensch liegt direkt an der Nordsee. Wir bewirtschaften hier 100 Hektar, davon sind 70 Hektar Acker. Die Ackerflächen sind auf einem Geestrücken. Wir haben uns entschlossen, vor 6 Jahren eine Berechnung dafür zu bauen, um uns die Erträge für die Kühe, den Maisanbau zu sichern. Wir halten im Moment 135 Milchkühe. Beim Kühen haben wir eine Milchleistung von ungefähr ca. 12.000 Liter. Bei Zellzahl liegen wir ungefähr im Moment bei 150.000 und das eine sehr gute Eutergesundheit aufweist. Hier auf unserem Betrieb ist das Besondere, dass wir die Klauenpflege komplett selber machen, sodass wir keinen externen Klauenpfleger benötigen. Erstkalbalter von den Tieren sind wir bei 24 Monaten. Die Kälber sind 14 Tage in den Einzeliglos und kommen dann in eine große Box mit anderen Kälbern zusammen, wo sie dann am Kälbertränkautomat getränkt werden. Das Wichtigste für eine Hochmilchleistung ist diese Ruhe im Stall, diese Ausgeglichenheit und eigentlich die Ration, die wir übers Jahr hin nicht viel verändern. Wir haben immer die gleiche Reaktion. Es soll den Kühen hier immer gut gehen und die Zahlen belegen das, dass es denen hier gut geht. Wir haben uns beim Milchbandpreis beworben, um uns vergleichen zu können mit anderen Betrieben. Dieser Tag mit den beiden Prüfern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Zahlen offenlegen muss oder erklären muss oder durfte. Es war ein anstrengender Tag für mich, aber es war sehr lehrreich. Herzliches Moin nach Cuxhaven zu Familie Jahnke. Hallo, hören Sie uns hier aus Hannover? Ja, hallo. Super. Sie haben auch Ihr Mikro angestellt, damit wir Sie alle hören. Sie haben es eben gesagt, was ich auch mit Herrn Kohlenberg besprochen habe. Also es war ein anstrengender Tag, Herr Jahnke, oder? Danach haben Sie erst mal gesagt, puh, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht, oder? Ja, aber wenn man dann den nächsten Tag hat oder die Nacht hinter sich gebracht hat, dann denkt man, das ist alles ja gar nicht so schlimm gewesen und man kann damit leben. Das war ein sehr, sehr freundliches Verhältnis mit den Prüfern oder Gutachtern und ja, wir haben uns ausgetauscht und über viele andere Sachen auch gesprochen. Das war sehr interessant. Ja. Und wie man sieht, es hat sich gelohnt sowieso. Sie gehören zu den Top 10 der Milcherzeuger in Niedersachsen, haben jetzt Platz 5 mit 500 Euro Futtergeld, die nach Cuxhaven auf die Reise gehen. Die beiden Zwillinge stehen in den Startlöchern, den Betrieb irgendwann zu übernehmen. Werden Sie das beide machen oder kann nur einer übernehmen? Wie ist es geplant? Voraussichtlich ist es eigentlich geplant, dass wir das beide zusammen machen. Und so wie jetzt arbeiten wir gut zusammen. Jeder hat seinen Aufgabenbereich. Sicherlich gibt es ja auch mal Meinungsverschiedenheiten. Aber das ist ja alles, wo man mal drüber reden kann und miteinander schnacken kann. Und so, denke ich, versuchen wir beide den Betrieb gut voranzubringen. Das ist wirklich eine Qualität, wenn man als Familie so gut nicht nur zusammenlebt, sondern auch zusammenarbeiten kann. Und
Was reizt Sie an diesem Beruf? Frage ich vielleicht mal den anderen Bruder. Ich weiß jetzt nicht, wer ist, ehrlich gesagt. Ich frage mal den linken Bruder mit dem dunklen Pullover. Was reizt Sie am Beruf des Landwirts? Ja, er ist sehr vielfältig. Man hat jeden Tag was anderes. Und ja, reizen tut man sich. Man ist sehr selbstständig. Also man hat keinen Vorgesetzten. Man kann selber entscheiden, wie man es möchte. Als die Frage an den Vater, an Matthias Jahnke und auch an Andrea, die Mutter, als Sie den Betrieb übernommen haben von Ihren Eltern, wie sah der damals aus? Ja, übernommen haben wir den Betrieb 1996. Damals haben wir 45 Kühe gemolken. Ja, es waren ein paar Hektar weniger und Ställe standen zum großen Teil noch nicht da. Also das haben wir nicht in den letzten 24 Jahren so vorangebracht. Und ja, es ist nicht so, dass nichts da gewesen ist. Der Betrieb ist ja stetig gewachsen. Es ist ein Betrieb gewesen, der 1970 hier angesiedelt worden war. Mein Opa war Flüchtling und mein Vater musste das alles mit meinem Opa aufbauen. Und von daher haben wir es in diesen drei Generationen schon so ein bisschen was gebracht. Und ich kann mir vorstellen, Ihr Vater und auch Ihr Opa wären stolz auf Sie oder sind. Oder? Wir haben das akustisch nicht verstanden. Und ich sage, ich kann mir vorstellen, dass Ihr Vater und Ihr Großvater, Sie haben es eben so schön gesagt, er war Flüchtling aus Westpreußen, wäre bestimmt stolz auf Sie, wenn er das heute erleben würde, Ihren Hof, wie der so toll aussieht und weitergeführt wird. Ja, gehe ich mal von aus. Ja. Ich bin jedenfalls stolz drauf. Absolut, absolut. Da können Sie stolz drauf sein. Sie haben eben gesagt, 1996 oder 94 noch 45 Milchkühe. Jetzt haben Sie 135, 125 Nachzucht. Also das ist ja auch gewachsen alles, ne? Und Andrea, was wünschen Sie sich als Mutter der beiden Zwillinge? Sie haben ja noch einen dritten Sohn, ne? Der aber was anderes macht. Ja, richtig. Genau. Aber erstmal, was wünschen Sie sich für Ihre Söhne, die den Hof übernehmen werden? Ja, ich hoffe, dass das so möglich ist, dass sie so wirtschaften können, auch mit Ländereien, die sie hier eventuell noch dazu bekommen, weil wir hier ja ziemlich viel Naturschutz haben. Ich hoffe, dass sie friedlich miteinander zusammenarbeiten können, dass das so weitergeht. Ja, und dass sie damit glücklich werden. Absolut. Ein wunderbares Schlusswort. Eine Frage noch, was macht der Dritte im Bunde, der dritte Sohn? Er ist Tischler, macht gerade seine Weiterbildung zum Meister. Also auch was ganz Praktisches. Super. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, auch im Namen hier des gesamten Teams der Milchwirtschaft. Herzliche Grüße nach Cuxhaven zu Familie Jahnke. Tschüss. Tschüss. Ja, und jetzt geht's nach Basel in den Landkreis Cloppenburg, denn wir kommen zu Platz 4 mit 1.000 Euro Futtergeld prämiert. Und das ist die Familie Lukassen, Anita und Michael Lukassen mit den zwei Töchtern Fenner und Sonja. Sie wohnen, wie gesagt, im Landkreis Cloppenburg in Basel. Die Liefermolkerei ist die Molkerei Ammerland. Und jetzt sehen wir das Hofporträt. Wir sind die Familie Lukassen vom Milchhof Lukassen aus Elisabethfehn. Wir bewirtschaften hier einen reinen Milchviehbetrieb ganz im Norden des Landkreises Cloppenburg an der Grenze zu Ostfriesland. Der Betrieb existiert seit 170 Jahren hier, 20 Jahre bevor der Ort eigentlich existent war. Wir haben einen Viehbestand von 170 Kühen mit einer Durchschnittsleistung von 11.000 Liter. Die weibliche Nachzucht bleibt hier, die beträgt so ungefähr 150 Teile Jungvieh. Und darüber hinaus bewirtschaften wir so gute 108 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, wovon 60% Dauergrünland und 40% Acker. Ackerbau wird rein Futterbau betrieben, also Mais für die Kühe und fürs Jungvieh und das Grünland auch komplett für Futterbau für die Kühe. Ich kümmere mich vor allem um die Kälber, um das Besamen und
ja, viele kleine Management-Sachen drumherum. Aber mein Hauptschwerpunkt ansonsten ist die Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind mit dabei bei MyQTube, Bauern als Botschafter. Wir haben Schulklassen auf unserem Hof über den Verein Laub. Und ja, man kennt mich mit Sicherheit auch aus den sozialen Netzwerken, wo ich auch recht aktiv bin. Unter anderem zum Beispiel bei Bauernwiki und verschiedenen anderen Plattformen. Ausbilden tun wir seit 10 Jahren auf dem Betrieb und haben mittlerweile 15 Lehrlinge erfolgreich durchgeschleust. Unsere Teilnahme dieses Jahr am Milchlandpreis ist eigentlich so eine kleine Kaffeeklatsch-Idee gewesen. Wir saßen mit den Lehrlingen zusammen beim Kaffee, haben den Fragebogen ausgefüllt und hatten das eigentlich sonst aber gar nicht geplant, dieses Jahr mitzumachen. Wo er dann aber ausgefüllt war, der Bogen, haben wir ihn dann auch abgeschickt und haben uns gefreut, dass wir wieder mit dabei sind dieses Jahr. Die Familie Lukassen ist nicht nur dabei, sondern hat auch den 4. Platz mit 1.000 Euro Futtergeld heute gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal an alle Lukassens. Und Sie haben Ihr Mikro angestellt, ja, ne? Als Frau in den sozialen Medien wissen Sie das natürlich. Was war Ihr letzter Film, den Sie gemacht haben? Ja. Bitte, ich habe das jetzt nicht ganz akustisch verstanden. Ja, ich wollte fragen, welcher Ihr letzter MyQTube-Film war? Oh, das ist tatsächlich jetzt etwas länger schon her. Ich war in letzter Zeit tatsächlich nicht so aktiv. Ich musste jetzt tatsächlich überlegen, weil ich schon einige gemacht habe. Haben Sie einen Lieblingsfilm? Haben Sie einen Lieblingsfilm? Aber ich denke, einer der wichtigsten Filme war vielleicht der zu den Bauernregeln vor 3 Jahren von Barbara Hendricks, die sie geplant hatte. Der uns dann tatsächlich auch den Besuch der damaligen Bundesumweltministerin auf unserem Hof eingebracht hatte. Mhm. Das war schon eine sehr spannende Geschichte, so eine hohe Politikerin direkt auf dem Hof zu haben und mit ihr über die Landwirtschaft zu diskutieren. Das war schon ein besonderes Ereignis. Das kann ich mir gut vorstellen und da sieht man mal, dass das auch Auswirkungen hat, sowohl dieser Preis als auch das, was man sozusagen veröffentlicht in den sozialen Medien. Also es wird geguckt. Und es hat bewirkt etwas. Jetzt würde ich Sie gern zu Ihrem Betrieb fragen. Wie sah der Betrieb aus, als Sie ihn übernommen haben? Ich habe das auch die Vorgängerfamilie gefragt. Auch Sie bewirtschaften den Betrieb ja schon in 5. Generation. Als Sie ihn damals übernommen haben, wie sah der aus? Ja, also das ist ja mein Urgroßvater ist hier angefangen. Das war alles im Nebenerwerb bis 1966. Da war alles klein strukturiert, 4 Hektar Land. Ein paar Kühe, ein paar Schweine, ein paar Hühner. Und dann war im Torfabbau im Nebenerwerb. Landwirtschaft und Torfabbau liegen so parallel. Und mein Vater ist dann 1966 angefangen im Vollerwerb. Und wir haben 83 den ersten Laufstall gebaut. Und das war so der Schritt zur Spezialisierung hin zu Kühen. Da sind die Schweine weggegangen, da sind die Hühner weggegangen. Und diesen Bereich haben wir dann auch stetig ausgebaut und haben jetzt diese Betriebsgröße erreicht. Ja. Auch an Sie mal die Frage mit dem niedersächsischen Weg. Wird das irgendwelche Auswirkungen haben auf Ihren Betrieb? Jetzt konkret so nicht. Also man ist ja auch immer um Umweltschutz bemüht und Abstände und was jetzt genau auf einen zukommt. Die Details muss man natürlich ein bisschen abwarten und wie gesagt, man muss da ganz offen drauf zugehen und für sich den richtigen Weg dann auch finden für den Betrieb und für die Umwelt. Ja. Also wo ich am ehesten Einschränkungen sehe durch den niedersächsischen Weg, ist mit den Gewässerrandstreifen. Die werden ja vergrößert und wir haben hier, weil das ja ehemaliges Moorgebiet ist, viel Entwässerung. Das heißt, alle 90 Meter sind hier Gräben. Also in der Breite, in der Länge ist es ein bisschen mehr. Da sind wir etwa auf, ich glaube, 400 Meter. Aber wir haben halt hier viele Gräben zur Entwässerung und wenn wir da halt mehr Abstand von halten müssen, dann werden wir natürlich auch Einbußen haben nachher an Ertrag und da geht uns doch einiges an Fläche verloren. Aber es soll ja eben den Ausgleich geben, das ist ja das Neue am niedersächsischen Weg und letztendlich sind Sie natürlich vor Ort diejenigen, die es umsetzen müssen, ne? Was sich jetzt erstmal auf dem Papier wunderbar liest. Ich würde gerne mal die beiden Mädchen fragen, Fenna und Sonja.
Habt ihr schon Pläne für die Zukunft? Wisst ihr, ob ihr vielleicht mal auch Bäuerin werden wollt? Frag mal bei der Größeren an, bei Fenner. Also ich würde gern diesen Hof auch mal übernehmen. Ja. Ich vielleicht. Super, also. Wenn ich noch ganz kurz was anmerken darf, also wir sind total platt über den vierten Platz. Ja. Also der Fragebogen von der Landesvereinigung, der ist 4 Wochen bei uns im Betriebsauto mitgefahren, bis wir ihn mal reingeholt haben. Beim Kaffee haben wir ihn ausgefüllt nach bestem Wissen und Gewissen und sind also total überwältigt, dass wir unter den ersten 4 sind. Und weil wir für die nächsten 2 Jahre noch einiges im Plan haben und gesagt haben, wir machen in 2 Jahren mit. Ja, war eigentlich gar nicht geplant dieses Jahr. Das war halt eine spontane Idee, wie es auch im Video halt eben rübergekommen ist. Und das ist wirklich, wir sind jetzt echt sehr stolz, dass wir so weit damit tatsächlich schon gekommen sind. Also das wird aus einer Kaffeeklatsch-Idee. Dann wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg auf Ihrem Hof mit Ihrer Familie und machen Sie gern im nächsten Jahr wieder mit. Vielleicht sehen wir uns dann alle endlich live wieder im wunderschönen Bad Zwischenahn. Also herzlichen Glückwunsch an Familie Lukasen. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt zu Platz 3, 2 und 1 kommen, möchte ich Ihnen noch 2 weitere Sponsoren vorstellen. Denn ohne Sponsoren wäre dieser Milchlandpreis seit 20 Jahren, die wunderbare Goldene Olga, nicht möglich. Hier eine Grußbotschaft von Ulrich Rassenhöfel für die Firma GeaFarm Technologies GmbH. Liebe Milcherzeugerinnen und Milcherzeuger, sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Jahr ist vieles anders. Bei der Anfrage zu einem kurzen Statement als Sponsor des Milchlandpreiswettbewerbs hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich bei der Gewinnfeier zum 20. Geburtstag der Goldenen Olga per Videoschalte dabei sein werde und hier nun vor der Kamera zu Ihnen spreche. Ich finde es dennoch wichtig und richtig, in der jetzigen Situation den Termin nicht ausfallen zu lassen, und daher freue ich mich, online zu der Feierlichkeit dabei sein zu können und GeaFarm Technologies als langjährigen Sponsor zu vertreten. Auch in diesem 20. Jubiläumsjahr haben wieder zahlreiche Betriebe teilgenommen, unter anderem zu den Schwerpunkten Qualität der Milcherzeugung und tiergerechtes Management des Milchviehbetriebes, welches auch bei GeaFarm Technologies die Basis unserer Produktpalette darstellt und zunehmend an Bedeutung gewinnt. Den heutigen Gewinnern gratuliere ich im Namen der GeaFarm Technologies und wünsche viel Freude mit den jeweiligen Preisen. Selbstverständlich danke ich allen Teilnehmern für ihr Engagement. Sicherlich ist es eine wertvolle Erfahrung, um erfolgreich in die Zukunft zu blicken. Ein Satz noch an die Veranstalter, die flexibel ihren Einsatz gezeigt haben, damit die Ehrung, wenn auch in einer anderen Form, stattfinden kann. Das war eine außergewöhnliche Bereitschaft, der ebenfalls unser Dank gilt. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder als starker Partner den Milchlandpreis Niedersachsen begleiten und uns dann hoffentlich wieder live und bei bester Gesundheit persönlich treffen können. Ihr Ulrich Rassenmöchel. Vielen Dank, das hoffen wir natürlich alle, dass wir uns dann bei bester Gesundheit live wiedersehen. Vielen Dank, Herr Rassenhöfel. Ja, und jetzt ein herzlicher Gruß von der RWG Ammerland Ostfriesland mit Hermann Mannen. Liebe Preisträger, liebe Gäste, schöne Grüße aus Ostfriesland. Wir freuen uns, dass wir heute die Grußworte zur Goldenen Olga 2020 von diesem Betrieb senden dürfen. Den Betrieb Feldhof Garris GbR aus Vilsum, dem Preisträger 2016. Die Goldene Olga 2020 steht unter einem besonderen Stern. Alles ist etwas schwieriger. Lieber stände ich heute auf der Bühne in Bad Zwischenahn und würde zu Ihnen sprechen. Aber hoffen wir mal und sind wir optimistisch, dass das Aufstellen der Goldenen Olga auf dem Betrieb im nächsten Jahr sehr persönlich und direkter stattfinden kann. RWG steht für richtig was Gutes, ebenso wie die Goldene Olga. Auch sie ist etwas richtig Gutes. Die Goldene Olga ist ein Preis, der erfolgreiche Arbeit auf einem Milchviehbetrieb honoriert. Aber er steht eben auch für mehr als das. Er sieht den Betrieb als Ganzes und seine Betreiber. Er honoriert soziales Engagement, Tierwohl, Umweltaspekte, ökologische Aspekte
und natürlich Betriebswirtschaft. Genau so sehen wir auch unsere Kunden. Immer als Ganzes. Wir liefern ein breites Programm als RWG. Wir liefern Baustoffe, Energie, Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz. Aber daneben sind wir nicht nur ein reiner Lieferant. Wir beraten und unterstützen unsere Betriebe. Wir sind auch in schwierigen Zeiten für unsere Kunden da. Das ist unser Job. Mit der Goldenen Olga wird die moderne, leistungsfähige Landwirtschaft gewürdigt. Der Öffentlichkeit und dem Verbraucher wird deutlich dargestellt, dass ein Betrieb mit einem guten Management, viel Know-how, sehr viel Engagement, Anerkennung verdient. Das finden wir richtig gut. Unser Glückwunsch heute geht nicht nur an den Gewinner der Goldenen Olga, sondern auch zu allen weiteren Platzierten. Zu den 10 besten Betrieben in Niedersachsen zu gehören, das muss man erstmal schaffen. Aber im Grunde genommen ist schon Teilnehmen ein Riesengewinn. Man lernt viel über sich und seinen Betrieb. Machen Sie weiter so, geben Sie weiterhin Ihr Bestes und bleiben Sie optimistisch. Das machen auch wir. Danke. Ist ein Tusch für Platz 3 und die bronzene Olga, die vergeben wird. Und Sie sehen da jetzt schon ein Auto, das, ach, hier alle sind gespannt, wo ist denn das jetzt, wo fährt das Auto lang? Und ich kann Ihnen sagen, das Auto wird gleich ankommen in Bassum im Landkreis Diepholz und zwar bei Familie Brüning. Bei Tina und Hagen Brüning mit den Söhnen Hagen und Henner. Und das Auto fährt unser Gutachter Bernd Thiemann mit seiner Frau Ulla. Und jetzt gucke ich mal. Der Bernd geht noch ganz langsam auf den Hof zu. Natürlich mit Maske, lass es klar, wie es sich gehört. Er wird klingeln und wenn Sie sehen, Mensch, das ist ja mein Haus von außen, dann können Sie ihm auch schon mal entgegenkommen. Da kriegen wir die goldene Olga. Bitte, ja oder nein? Kriegen wir die goldene Olga? Der Bernd Thiemann, der klingelt jetzt bei Familie Brüning in Bassum. Bitte noch im Hallo. Hallo. Ja, wie Sie sehen, habe ich das mitgebracht. Das freut mich ganz besonders, dass in diesem Jahr alles was anderes ist, dass ich Teil sein darf von der Überbringung beim Milchlandpreis. Und ich weiß nicht, ob Sie im Fernsehen jetzt schon gerade gesehen haben, dass Sie die Bronze gewonnen haben. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Also, die bronzene Olga wird persönlich übergeben. Ja, herrlich. Und mir fehlen eigentlich so die Worte, so haben wir gar nicht mehr so mitgerechnet. Das ist viel schwer, ne, Henna? Und Herr Brüning, dass Sie ein bisschen wieder Worte finden können, zeigen wir erstmal den anderen Zuschauern das Hofporträt. Ich sollte mal in den Kursaal in Bad Zwischenheim, das ist ja alles ein bisschen anders, aber das ist, glaube ich. Wir sind die Familie Brüning. Wir sind hier in Bünthes, ein kleiner Ort mit 40 Einwohnern. Wir bewirtschaften halt einen Milchvieh-Ackerbaubetrieb mit erneuerbaren Energien. Wir bewirtschaften ca. 250 Hektar, wovon halt 230 Hektar arrondiert sind. Wir haben 60 Kühe und ca. 100 Tiere weibliche Nachzucht. Unser aktueller Herdendurchschnitt liegt bei 13.500 Liter mit über 1000 Fett- und Eiweißkilogramm. Es ist besonders wichtig, dass es den Kühen gut geht. Wir haben hier nicht durchfluteten Stall, also wir können alle Seiten aufmachen, die Längsseiten. Wir haben die Tiefbuchten mit Späne eingestreut. Da haben wir relativ lange rum experimentiert. Also für uns ist es wichtig, dass die Kühe wirklich super versorgt werden vom Futter her. Dabei geht praktisch beim Acker schon los. Um Acker halt auch nicht unbedingt immer zu viel Pflanzenschutz verwendet wird, sondern halt auch mehr auf alternative Methoden zurückgegriffen werden. Dadurch wird das Futter auch wirklich besser. Aber die Kühe sind halt einfach total zufrieden und das merkt man auch. Und das macht uns ja auch echt glücklich, ne? Dass das so läuft, wie das läuft. Manchmal ist auch weniger mehr. Also es gibt ja nun wesentlich größere Betriebe und Bestände.
aber ja, man muss auch mit der Arbeit nachkommen und so wie es jetzt ist, schaffen wir es gut. Mittlerweile sind fast die Hälfte aller Rinder weiblicher Nachzucht hornlos. Gibt noch einen anderen Part, den macht meine Frau hauptsächlich. Ja, das ist die Bauernhofpädagogik. Das sind hauptsächlich Kinder. Ich habe so Kinder von 3 bis 12 Jahren mittlerweile. Wir gehen zusammen in den Kuhstall, wir kümmern uns um die Kälber. Wir haben 2006 schon mal beim Milchlandpreis mitgemacht. Und da es ja schon ein paar Jahre her ist, dachten wir, wir machen jetzt auch noch mal wieder mit. Schön, dass Sie noch einmal mitgemacht haben, Familie Brüning. Und da sind Sie auch wunderbar hinter der Maske versteckt. So ist das leider in diesen Zeiten hier. Haben Sie inzwischen sich ein bisschen gesammelt und den Schock verdaut, dass die Bronzene Olga persönlich vorbeigebracht wird? Das ist ja kein Schock. Das ist doch eine Freude, absolut. Wir haben da gar nicht mehr so mit gerechnet. Jetzt gibt es leider eine Rückkopplung. Ich weiß nicht, vielleicht müssen Sie den Ton ausmachen. Was kann mir jemand sagen? Nee, wissen wir nicht. Wir leben einfach mit dem. Sie haben schon viele Auszeichnungen bekommen. Sie sind zum Beispiel Milchprofi im Kontrollring, Riede für herausragende Herdenleistung. Sie haben Platz 1 für die Jahre 2014 bis 2019. Was bedeutet Ihnen jetzt aber die Goldene Olga? Wir müssen doch hier reingucken. Ja, das ist halt ganz was Besonderes. Das ist halt nicht nur, das ist halt nicht einfach nur die Milchlastung und die Milchkontrolldaten, sondern das wird, ist halt der gesamte Betrieb wird halt bewertet. Ja. Von daher ist das schon etwas ganz Besonderes. Ne? Sie sind im Landkreis Diepholz, aber es klingt ein bisschen so, als wenn Sie auf dem Mond sind, also jedenfalls von der Verbindung. Aber wir freuen uns mit Ihnen, Platz 3, Goldene Olga. Ja, und das alles, Sie haben es auch so schön im Film gesagt, Sie haben 60 Milchkühe, weniger ist mehr bei Ihnen. Und alle sind zufrieden, sowohl die Tiere als auch die Menschen. Und das haben wir erlebt in dem Film. Sie machen tolle Bauernhofpädagogik, Frau Brüning. Warum ist Ihnen das so wichtig? Erstmal habe ich schon immer gerne mit Kindern zusammengearbeitet und nun gerade mit unseren Zweien, da passte das irgendwie auch ganz gut. Ich habe gedacht, wie kann ich mich in den Hof noch besser mit einbringen. Also ich mache hier die Kälberaufzucht und ansonsten habe ich gedacht, wir müssen ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit leisten. Wie können wir das schaffen? Was mache ich gerne? Und ich arbeite halt einfach gerne mit Kindern und Familien und da war mir die Bauernhofpädagogik ein gutes Instrument dafür. Ja, und so haben wir damit angefangen. Wir haben hier Kurse. Entweder kommen die Kinder oder die Familien halt einmal im Monat, das ganze Jahr über. Oder wir machen hier Aktionen am Wochenende. Natürlich mit Corona ist es jetzt gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen möchten. Aber wir hoffen, dass das nächstes Jahr dann wieder besser wird. Und Sie haben auch die Gruppe Junge Landfrauen gegründet, 2018. Können sich Landfrauen im Moment eigentlich treffen oder auch nicht? Also im Augenblick geht das nicht. Wir haben zusammen entschieden, dass wir das jetzt erstmal bis auf Weiteres in den Januar verschieben und dann gucken, was kommt. Hm. Aber uns ist halt gerade bei dieser jungen Landfrauenarbeit sehr wichtig, dass wir halt junge Familien wieder für das Landleben begeistern, dass die das hier attraktiv finden. Es gibt ja jetzt viele, die zuziehen und gerade wenn die so einen Neustart auf dem Land schaffen wollen, dann ist so eine Vereinigung doch was Schönes, um zusammenzurücken. Und das finde ich ganz klasse, dass Sie sagen, wir gründen die jungen Landfrauen. Also warum nicht? Ne? Also ich habe das schon öfter gehört, das sind, im Grunde machen Sie das Gleiche, aber mit ein bisschen anderem Publikum sozusagen. Und das finde ich ganz toll. Ja, dann würde ich sagen, genießen Sie einfach den Preis, die Bronzene Olga, 1500 Euro Futtergeld und ganz herzliche Grüße an Sie beide und natürlich auch an Ihre Kinder. Familie Brüning aus Bassum im Landkreis Diepholz. Viele Grüße. Tschüss. Ja, danke schön. So, und es bleibt spannend bis zum Schluss. Wir haben noch die silberne Olga und natürlich die goldene Olga zu vergeben. Aber wo gehen Sie jetzt hin? Und zwar, das Auto fährt vor.
ist im Landkreis Aurich. Und der Gutachter, der unterwegs ist, ist der Klaus Dahmen. Und ich sehe ihn im Moment noch nicht. Das Auto fährt vor dort, wo der schiefste Kirchturm der Welt ist, nämlich in Surhusen im Landkreis Aurich. Und da ist auch das Auto zu sehen. Klaus Dahmen, der Gutachter, fährt vor bei Familie Borchers, bei Annika und Jan Borchers, sowie ihren Kindern, 6 und 2 Jahre, und natürlich Mutter und Vater Borchers. Platz 2 und die silberne Olga mit 2000 Euro Futtergeld werden jetzt von Klaus Dahmen übergeben, wenn er gleich klingelt. Und Familie Borchers, wenn Sie das jetzt sehen auf Ihrem Laptop, dann können Sie ihm schon mal entgegenkommen. Sagen jetzt, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein, jetzt kommen wir auch noch zu uns nach Hause. Familie Borchers, da sind Sie. Ich komme im Auftrag der Milchwirtschaftlichen Vereinigung und darf Ihnen gratulieren. Sie haben in diesem Jahr den 2. Platz bei der Goldenen Olga gewonnen. Super. Einmal aufpassen, die ist nicht so leicht, wie sie aussieht. Okay. Vielen Dank. Sehr schön. Da freuen wir uns. In Corona-Zeiten darf ich keine Hand geben. Nee, genau. Das dürfen wir leider nicht. Dankeschön. Und solange sich gefreut wird. Ein sehr schöner Erfolg. Ja. Zweitbester Milcherzeuger Niedersachsens in diesem Jahr. Sehr schön. Ja. Genau. Ich würde sagen, bevor wir nochmal genauer ins Gespräch kommen, ist ganz schwer. Gucken wir jetzt erst einmal das Hofporträt der Familie Borchers. Herzlich willkommen. Wir sind Familie Borchers aus Surhusen. Unser Betrieb liegt unmittelbar in der Nähe von der schiefen Kirche in Surhusen, schiefste Kirche der Welt. Genau neben der Kirche beginnt auch die Geschichte. Der Betrieb wurde früher durch einen Bau einer Umgehungsstraße ausgesiedelt und deswegen konnten wir uns hier im Hamrich entwickeln. Wir haben einen Betrieb mit 200 Kühen, weiblicher Nachzucht und Bullenmast. Unsere Milchleistung beträgt 10.500 Liter. Letztendlich, wir sind ein reiner Grünlandbetrieb, kaufen aber Mais-Silage zu. Wir haben eigentlich mindestens einen Auszubildenden. Wir hatten letztes Jahr 2. Für uns ist es wichtig, dass die Kühe lange mitgehen im Bestand und auch gesund mitgehen. Meiner Meinung nach ist es ein Riesenvorteil, dass wir den Kühen hier im neuen Stall Tiefboxen bieten können. Und das ist auch ein Grund dafür, dass die Kühe problemlos so alt werden. Also bei uns im Betrieb wird man keine Kuh finden, die dieses Gelenk, dass da keine Haare drauf sind oder abgescheuert sind. Das ist eigentlich immer das Zeichen für eine gute Box. Ab 100.000 Liter Lebensleistung werden die Kühe ausgezeichnet. Da haben wir aktuell, sind noch 3 lebende Kühe im Bestand. Unsere Stallnummer 32, die hat im Moment 130.000 Liter gegeben, also Stand letzte Woche jetzt. Wir haben regelmäßig Kindergärten hier auf unserem Hof, die führen wir über den Hof und zeigen denen letztendlich, wie bei uns Landwirtschaft funktioniert. Ja, letztendlich haben wir auch irgendwo mitgemacht beim Milchlandpreis, um unseren Hof zu präsentieren und zu zeigen. Also wir haben nichts zu verstecken. Letztendlich hilft sowas vielleicht auch mit, dass auch Auswärtige mal einen Einblick in die Betriebe kriegen. Und einen herzlichen Gruß an die Familie Borchers, die jetzt vor ihrem Haus steht und erstmal verdauen muss, dass sie die silberne Olga 2020 bekommen haben. Was sagen Sie dazu? Erstmal nichts. Ich hab nichts verstanden jetzt gerade. Ich wollte gern von Ihnen mal hören, ob Sie den kleinen Schock schon verdaut haben, was Sie dazu sagen, dass Sie die silberne Olga bekommen. Ja, wir freuen uns natürlich ganz riesig. Wir hätten das selber nicht gedacht.
Das ist natürlich eine besondere Auszeichnung für uns und unseren Betrieb. Absolut. Absolut eine ganz besondere Auszeichnung. Platz 2. Haben Sie eigentlich schon mal mitgemacht bei der Goldenen Olga oder war das das erste Mal? Nee, für uns ist das das erste Mal und für also den Betrieb auch. Das ist das erste Mal, dass wir teilgenommen haben. Und dann gleich auf Platz 2, das ist wirklich eine ganz tolle Leistung. Im Film haben wir Sie als Familie gesehen mit Ihrer Frau und dann noch zwei junge Männer. Können Sie uns mal kurz erklären, das waren die Mitarbeiter oder wer ist das? Ja, das eine ist unser langjähriger Mitarbeiter, den wir selber ausgebildet haben. Und das andere war unser Praktikant. Leider war an dem Tag, wo das Video gemacht worden ist, unsere Auszubildende nicht da. Die war leider krank. Die ist aber heute eigentlich da. Die kommt sicher gleich noch hin. Ja. Und ja. Und wie ich sehe, gucken Sie heute auch zusammen. Hier sind zusammen vor dem Fernseher oder vor dem Computer gewesen, um die Preisverleihung zu gucken. Sie haben schon zweimal mit der Ministerin Otte Kienast sind Sie beim Landwirtschaftsminister Stammtisch gewesen. Worum ging es da? Ja, letztendlich geht es darum, wie es in, oder ja, wie soll man das erklären? Oftmals hört man immer nur, dass irgendwelche Verbandsvertreter oder sowas mit unseren Ministern oder unseren politischen Vertretern diskutieren. Und für uns war das einfach ein Anliegen junger Landwirte, mit ihr mal zu sprechen, wie sie sich vorstellt, wie das in der Zukunft weitergehen soll. Weil wenn man die letzten Monate oder die letzte Zeit zurückguckt, ist ja einiges ungewiss, wie was weitergehen soll. Politische Rahmenbedingungen, schwere Absatzmöglichkeiten und ja, auch letztendlich schwere Preiserlöse, die einem zu schaffen machen oder dem Betrieb auch zu schaffen machen. Prima, dass Sie sich so engagieren und für sich selbst, aber auch für Ihre Berufskollegen sprechen. Und ja, ganz herzlichen Glückwunsch von uns hier aus den Messehallen in Hannover nach Surhusen auf Ihren Betrieb, ein Familienbetrieb mit Mitarbeitern. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Ich spreche Sie einfach mal an, der da rechts steht, der Kollege. Toll, dass Sie alle haben, das ja erwirtschaftet, diesen zweiten Platz. Silberne Olga 2020, also an Familie Borchers. Da gehören natürlich noch die Eltern dazu und die Mitarbeiter, ein Azubi, ein Mitarbeiter. Herzliche Grüße nach Surhusen und ja, feiern Sie ein bisschen. 2000 Euro Futtergeld gehören Ihnen und natürlich die Silberne Olga. Also, tschüss! Wunderbare Live-Musik hier, das finde ich richtig klasse. Josef Barneckel ist persönlich hier und verschönt unsere Preisverleihung, die doch sehr technisch heute ist. Im nächsten Jahr sehen wir uns alle wieder in Bad Zwischenahn. Aber jetzt wollen wir die Goldene Olga 2020 verleihen mit 3.500 Euro Futtergeld. Und unser Gutachter Manfred Gerken, er ist nicht da, der Gutachter, das glaube ich ja nicht, höre ich gerade. Er ist dann ist er irgendwo stecken geblieben. Auf alle Fälle wollen wir nach Wiedmarschen schalten, in der Grafschaft Bentheim. Und dort ist die Familie Burger zu Hause. Jessica und Hartmut Burger mit den drei Kindern Lynn, Elia und Jona. Und da ist die Familie Burger. Hallo? Sie hören mich? Ja, super.
Also, der Herr Gerken, der ist auf dem Weg zu Ihnen und irgendwann wird er auch ankommen und wird die goldene Olga persönlich bringen. Und bis dahin wollen wir einfach mal den Film gucken über Ihren Hof. Herzlich willkommen auf dem Hof Bürger in Wiedmarschen in der Grafschaft Bentheim. Wir sind ein reiner Milchviehbetrieb mit 130 Kühen, 200 Kopf Jungvieh. Besonders auf unserem Betrieb ist wahrscheinlich, dass wir sehr viel extensives hohes Schutzgebiet bewirtschaften. Circa 44 von unseren 85 Hektar sind extensives Dauergrünland. Wir haben 130 Kühe, wir haben zurzeit eine Leistung von ungefähr 10.500 Liter. Unsere Kühe können auf die Weide, eigentlich täglich, wenn das Wetter mitspielt, rein und raus, so wie sie es gerne möchten. Besonders wichtig bei den Kühen ist mir eine gute Tiergesundheit und insgesamt ist mir auch die Arbeitseffizienz und einen guten Arbeitsablauf wichtig auf dem Betrieb. 2015 haben wir ein Kälberdorf gebaut, mit dem Ziel, dass wir vor allem die kleineren Kälber, die jüngeren Kälber rausnehmen aus den anderen Ställen, aus Gesundheitsgründen, dass sie möglichst für sich sind und dort einen Stall zu bauen, der ideal ist für die Bedingungen der kleinsten Kälber. Und dort bleiben unsere Kälber die ersten 3 bis 4 Lebenswochen. Neben der Familie arbeiten in diesem Betrieb noch eine Auszubildende und ein Mitarbeiter in Teilzeit. Mittlerweile bilden wir seit 6 Jahren aus und ich finde es spannend, Ausbildungsbetrieb zu sein, weil man sich permanent selber auch weiterbilden muss. 2019 haben wir komplett unsere Siloplatten saniert. Wir hatten alles genehmigte, gepflasterte Siloplatten, aber auf Dauer entspricht das ja nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Und daher haben wir die komplett saniert. Das belastete Regenwasser fangen wir jetzt auf. Und da ist auch die neue Biogasanlage von Vorteil, denn zum Auffangen des belasteten Regenwassers nutzen wir einen alten Güllekeller, den wir jetzt nicht mehr als Lagerraum benötigen. 2003 habe ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Meine Eltern helfen nach wie vor im Betrieb aus und mit. Vielleicht können wir noch so lange mithelfen, bis die Kinder los sind. Wir machen dieses Jahr zum zweiten Mal beim Milchlandpreis mit. 2015 haben wir die Bronzene Olga gewonnen. Wir fanden den Wettbewerb sehr spannend und sehr interessant, haben, denke ich, auch selber eine Menge daraus gelernt. Und so haben wir gedacht, nehmen wir nochmal einen neuen Anlauf. Tür zu gehen, liebe Familie Bürger, denn ich höre gerade, Manfred Gerken hat es geschafft. Er hat sich durchgearbeitet in die Grafschaft Bentheim nach Wiedmarschen. Familie Bürger, gehen Sie ruhig mal zur Tür. Gehen Sie mal und gucken mal. So, jetzt habe ich sie alle weggeschickt und jetzt hoffe ich, dass die Schalte funktioniert nach draußen zum Manfred Gerken. Ist ja auch schön, ne? So ein wunderbarer Kaffeetisch hier, 2 Kerzen, wie sich's gehört. Jetzt, der Manfred ist immer noch unterwegs und ich würde sagen, wir hören einfach wunderbare Musik, gucken auf diese Kerzen und erleben Josef Barnikel. Die Liefermolkerei ist DMK, Deutsches Milchkontor, darf ich Ihnen erzählen. Und
Es arbeiten mit der Betriebsleiter, die Eltern, ein Azubi, ein Mitarbeiter, die Betriebsgröße 85 Hektar, Grünland, Silomais, Grünrocken, 130 Milchkühe, 200 Nachzucht. Die aktuelle Milchleistung beträgt 10.470 Kilogramm. Vielleicht noch zur Geschichte des Betriebes. 2003 wurde ein Kuhstall gebaut, 2004 ein Boxenlaufstall, 2009 ein Jungviehstall, 2015 Kälberstelle, 2019 Siloanlage, 2020 eine Biogasanlage. Also es geht ständig weiter. Und seit 1860 gibt es an dieser Hofstelle seit Generationen schon den Hof der Familie Börger. Ich höre, der Gutachter ist da, ist vor Ort, aber die Schalte steht noch nicht. Und wir hoffen, wir hören einfach Musik. Das ist das Schöne, wenn man hier live Piano da hat, ein Flügel von Josef Barnekel. Ich darf Ihnen erzählen, der Josef Barnekel macht wunderbare Musik, zum Beispiel, wenn Sie mögen, bei Ihnen im Wohnzimmer. Er spielt aber auch im Kuhstall, bei Events, am Strand, manchmal auch mit einer wunderbaren Sängerin. Er hat nämlich ein Corona-Lied gemacht, das können Sie auf YouTube sehen, mit einer Sängerin. Und die Schalte ist da, wunderbar. Ach, da steht die Familie Börger. Und jetzt erwarten wir Manfred Gerken. Kamerateam ist auch da und da bringt er sie. Sie kennt nicht. Die goldene Olga wird live übergeben. Ein Fernsehteam des NDR ist auch mit dabei. Kommt schon mal. Und herzlichen Glückwunsch von den Gutachtern oder von meinem Kollegen. Den haben sie ja begutachtet. Also nicht nur dieses als Grund, sondern insgesamt der ganze Betrieb hat uns sehr gut gefallen. Und die haben die höchste Punktzahl und gewonnen. Und da, diese dürfen sie sogar behalten. Da steht dann auch ja, Jessica und Hartmut drauf. Extra Handschuhe an. Also an Familie Börger und das ist die kleine Olga und ich habe schon da was läuten hören. Es gibt ja heute Überraschungen und Sie wissen ja, neben der kleinen Olga kriegt der, die man natürlich behalten darf, kriegt der Sieger jeweils eine große Olga, die dann natürlich weitergegeben wird im nächsten Jahr. Und wenn alles klappt, fährt jetzt die goldene Olga vor. Also sie wird natürlich vorgefahren, ist ja klar. Ich sehe sie aber noch nicht. Herr Gerken, hören Sie mich eigentlich? Haben Sie es erwartet? Herr Gerken, wo ist dann unsere schöne Olga? Familie Börger, hören Sie mich? Kann ich mit jemandem sprechen von der Familie Börger? Also der Betrieb ist voll digitalisiert, kann ich Ihnen sagen. Dann müssen wir einmal rum. Und jetzt geht's rein, weil die Olga steht wohl hinterm Haus. Und vielleicht darf ich Josef bitten, so lange noch ein bisschen Musik zu spielen. Denn das ist jetzt hier eine echte Live-Sendung. Eine goldene Kuh ist gekommen, aber keiner weiß, wo sie ist. Ah, wir sind hinterm Haus angekommen. Und da ist er auch schon.
der Anhänger der Milchwirtschaft, natürlich. Und ich darf Ihnen sagen, das ist ein Kühlanhänger. Normalerweise sind dort Milchshakes drin und andere tolle Milchprodukte. Und heute ist die goldene Olga da drin. Normalerweise wird ja, wenn wir in Bad Zwischenahn sind, bleibt die goldene Olga natürlich schön auf der Bühne und sie wird dann im nächsten Frühjahr übergeben. Aber wir haben uns gedacht, weil in diesem Jahr nun wirklich alles anders ist, bringen wir auch die goldene Olga persönlich. Das sieht ein bisschen so aus, als wenn wir sie, auf den Mond gebracht haben. So abgehakt ist das, aber vor Ort, denke ich, ist die Freude groß und jetzt wird auch aufgemacht und da ist sie. Es blinzelt golden durch. Und Josef, kannst du noch einmal was Goldes spielen? Jawohl, ein Applaus für die Familie Burger, Gewinner der Goldenen Olga 2020. Liebe Familie Burger, hört ihr mich? Können Sie mit mir sprechen? Nee, das klappt im Moment nicht. Sie sind sowieso alle ganz sprachlos. Sie haben also 2015 schon die Bronzene Olga bekommen und vor 10 Jahren haben Sie gesagt, Landwirt, das ist mein Traumberuf. Und ich glaube, dabei ist es geblieben. Wie gesagt, die Goldene Olga 2020 hat die Familie Burger in Wiedmarschen gewonnen. Ganz herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wird sie auch noch ausgeladen und bekommt natürlich gleich ihren Platz, einen Ehrenplatz wahrscheinlich vor dem Haus. Ich würde sagen, wir lassen die Familie Burger jetzt einfach in Ruhe feiern, dass sie die Goldene Olga 2020 gewonnen haben. Vielleicht, Josef, nochmal einen kleinen Tusch für die Familie Burger. Und natürlich für alle, die heute dabei waren bei der Goldenen Olga. Top 10 der Milcherzeuger haben wir geehrt, mal auf ganz andere Art und Weise. Und ich freue mich jetzt auf die Zusammenfassung von Herbert Hein, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. Und er ist auch wieder live da. Das ist richtig beruhigend, dass es auch ein paar Leute gibt noch, die live da sind. Herbert Hein, bitteschön. Ja, liebe Preisträger, liebe Gewinner, Familie Burger, lieber Präsident Albert Schulte-Tubrinke und alle, die uns hier live im Stream verfolgen. Jan Heusmann hat es vorhin gesagt, eine Show wird starten. Und wir haben es gesehen, es ist eine Live-Show mit allem, was dazugehört, mit super Funklöchern. Und es ist mal ganz was anderes, was wir heute erlebt haben. Wir haben vorhin vieles gehört von 20 Jahren Milchlandpreis, vor 20 Jahren wäre vieles in dieser Form technisch nicht möglich gewesen. Aber wir müssen auch feststellen, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen bei Frau Karliczek, die letzte Milchkanne, die bei uns in Niedersachsen noch etwas größer sind, sollte doch angeschlossen werden ans digitale Netz. Ja, dass uns gerade dieser 20. Milchlandpreis so erwischt in dieser Zeit heute, dass wir nicht feiern können, macht uns schon ein bisschen traurig. Aber ich denke mal, das haben wir sehr gut gelöst. Wir hatten Überraschungen dabei. Lieber Helmut Evers, herzlichen Dank für deine Laudatio, wahrscheinlich für die erste Laudatio auf Christine Kindler mit der Verleihung der Ehrengoldenen Olga. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Ja, gerne hätten wir natürlich allen Gewinnern persönlich die Hand geschüttelt, aber leider war es heute nicht möglich. Die Goldene Olga haben wir schon überreicht. Die anderen Trophäen bzw. die Urkunden werden wir natürlich im nächsten Jahr im feierlichen Rahmen noch übergeben. Diese Preisverleihung heute
wird uns hoffentlich in einzigartiger Erinnerung bleiben. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir uns im nächsten Jahr dann wieder die Hand schütteln können, dass wir uns alle gegenseitig begrüßen können. Denke ich mal, das wollen wir mal als einmaliges Erlebnis so dastehen lassen. Aber es hat sehr gut geklappt. Einzigartig ist natürlich immer wieder der Michelin-Preis und die Goldene Olga in unserer Branche geblieben. Es gibt nichts Besseres, nichts anderes. Und vor allen Dingen in seiner ganzheitlichen Begutachtung der teilnehmenden Milchviehbetriebe spielt der Wettbewerb schon vor 20 Jahren, seit 20 Jahren eine Vorreiterrolle. Nachhaltigkeit, darauf ist der Fokus gelegt und das haben wir seit 20 Jahren schon gemacht. Und wir unterstützen natürlich gerne die Bemühungen für die Nachhaltigkeitsziele der Molkereien Niedersachsen. Andererseits bieten wir aber auch immer wieder die Möglichkeit, mit Verbrauchern über nachhaltige Themen in Kontakt zu treten. In diesen 20 Jahren haben sich über 1000 Betriebe beworben und wir haben über 300 verantwortungsvolle Milcherzeugerbetriebe, Milcherzeugerfamilien ausgezeichnet. Und sie haben sich immer wieder, trotz aller gesellschaftlichen und unterschiedlichen politischen Herausforderungen, immer wieder geöffnet und engagiert. Sie haben mit ihrer Bewerbung die Chance ergriffen und den Mut gehabt, sich und ihren Betrieb hinterfragen zu lassen. Und wir haben es gehört, sie haben den Gutachtern Einblick in Details gegeben. Und das hat vielen auch sehr viel gebracht. Es hat ein Feedback gegeben. Und einigen haben wir heute auch gehört, hat es so gut gefallen, dass sie gleich noch ein zweites Mal beworben haben. Und hier, wie im Fall von Familie Burger, hat es dann beim zweiten Anlauf zur Goldenen Olga gereicht. Gerade diese Einblicke der Gutachter sind wirklich wertvolle Erkenntnisse für den Betrieb. Und wir können nur empfehlen, dass jeder sich mal überlegt, ob er nicht doch an diesem Wettbewerb teilnehmen möchte. Ja, lassen Sie sich uns am Ende der heutigen Veranstaltung einen Blick auf die heute ausgezeichneten Betriebe richten. Heike Götz hat sie uns alle vorgestellt und wir haben sie über Zoom kennengelernt. Wir haben Hochvideos gesehen mit modernen Drohnenansichten. Wir haben wirklich einen Überblick über die Betriebe bekommen. Und auch das war eine tolle Bereicherung für unsere heutige digitale Preisverleihung. Auf ihren Höfen arbeiten sie als Team, als Familie und immer häufiger unterstützt von engagierten Mitarbeitern. Die Teams arbeiten täglich daran, häufig auch mit Unterstützung digitaler Technik, dass es den Tieren und der Umwelt auch gut geht. Wir haben gesehen, es waren Betriebe mit Milchrobotern dabei. Und was wir heute auch gesehen haben, wir hatten eine Bandbreite im mittleren Bereich, ich sage mal rund um den Durchschnitt, von Niedersachsen 60 bis 220 Kühe und einige davon haben auch erhebliche Wachstumsschritte vollzogen. Das bringt Herausforderungen, die gemeistert werden müssen und daran muss man auch die Betriebsorganisation und das entsprechende Management anschließen. Man spürt aber auch überall bei den Vorstellungen heute, dass es alles Betriebe im wahrsten Sinne des Wortes Familienbetriebe sind, bei denen die gesamte Familie hinter dem Betrieb steht. Die Milchleistung ist nicht allein das Maß aller Dinge. Wir hatten Betriebe dabei mit 13.000 Litern pro Kuh im Durchschnitt. Wir hatten aber auch Betriebe dabei, wo gesagt wurde, die abgängigen Kühe haben 50.000 Liter und mehr im Durchschnitt. Das heißt, auch die Kühe werden dort dementsprechend alt. 6 der 10 Betriebe bilden aus und das ist auch eine recht erfolgreiche große Quote. Und wir haben auch gesehen, dass wir nicht nur Spezialisten in Sachen Milcherzeugung hier vorgestellt haben, sondern in vielen Fällen sind es auch weitsichtige Energiewirte. Wir konnten gut sehen bei den Drohnenaufnahmen, fast alle hatten Photovoltaik auf den Dächern, produzieren damit Strom. Sie waren an Biogasanlagen beteiligt oder hatten eine eigene Biogasanlage, um eben auch die Gülle und die Wertstoffe aus der Gülle sehr gut zu verwerten. Ja, erstmal bedanke ich mich heute bei allen, die dafür gesorgt haben, dass diese Veranstaltung heute so gut geglückt ist. Ich bedanke mich aber auch bei allen, die heute in diesem Jahr mitgemacht haben.
Und mein besonderer Dank gilt auch noch einmal unseren Sponsoren, die sich heute sehr gut präsentiert haben. Und sie sind eben wichtig für diese Veranstaltung und sie waren als Videobotschaften mit dabei. Ja, vielen Dank natürlich auch wieder an Heike Götz. Herzlichen Dank für die wirklich sympathische Durchführung dieser einzigartigen digitalen Veranstaltung mit allen Live-Schaltungspannen oder wie auch immer. Sehr gut. Bevor ich den Blumenstrauß bekomme, den ich da schon sehe, die Leitung steht jetzt. Die steht jetzt. Sie bleiben am besten hier, ich bleibe auf meinem Platz, dann halten wir den Abstand von 1,5 Metern und den Abstand in die Grafschaft Bentheim nach Wiedmarschen haben wir sowieso. Familie Börger, sind Sie da jetzt? Ja, jetzt sitzen Sie wieder drin, wunderbar. Hallo Familie Börger. Jetzt dürfen Sie auch die Maske absetzen, glaube ich, oder? Wenn Sie drin sind, dann sehen wir Sie besser. Obwohl das natürlich die schicke goldene Olga-Maske ist, ganz klar. Na, wie Sie mögen. Haben Sie einen Schock verdaut? Wer mag ein Wort? Ja, da sehen wir Sie, das ist doch schön. Wer mag ein Wort sagen? Der Chef sitzt hier vorne rechts. Was sagen Sie dazu, goldene Olga? Ja, ich bin total überrascht. Also da haben wir nicht mit gerechnet. Ehrlich nicht? Sie haben ja vor 5 Jahren schon die bronzene Olga bekommen. Und was haben Sie seitdem in Ihrem Betrieb denn anders gemacht? Ja, die Biogasanlage ist natürlich jetzt neu seit diesem Jahr. Und ja, man hat sich an mehreren kleinen Stellen versucht zu verbessern. Aber so, ja. Und ja, den Luftbereich haben wir ein bisschen umgebaut, aber so viel haben wir nicht mehr verändert. Ja. Ich würde gerne mal die beiden Eltern befragen. Wie finden Sie das, dass Ihr Betrieb jetzt der allerbeste Milchbetrieb in Niedersachsen ist? Ich finde das wohl toll, dass wir das aber geschafft haben. Wir hören noch mal ein bisschen weg. Das... Da können Sie stolz drauf sein, ne? Da sind Sie natürlich auch ganz groß dran beteiligt. Der Sohn ist jetzt der Betriebsleiter, aber Sie haben das ja alles sozusagen aufgebaut, ne? Das ist eine tolle Familienleistung. Sie haben bis vor kurzem noch gar keinen Azubi gehabt. Was meinen Sie? Müssen Sie jetzt würfeln, um einen Azubi, um den auszusuchen? Das weiß ich nicht. Für nächstes Jahr haben wir aber schon jemanden. Haben Sie einen? Ah, wunderbar. Und ja. Sagen Sie, wo wird die goldene Olga denn stehen jetzt? Also im Moment steht sie noch irgendwie hinter Pauls. Das müssen wir gleich nochmal alle zusammen ausknobeln. Da haben wir uns noch nicht geeinigt. Ja. Wird heute noch ein bisschen gefeiert bei Ihnen? Ja. Im Rahmen. Im Rahmen, ja. Was unmöglich ist im Moment. Jetzt gibt es erstmal Mittag, ganz klar. Und dann, wir wünschen Ihnen, dass Sie den positiven Schock erstmal verdauen. Familie Börger, Gewinner der Goldenen Olga 2020. Und wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr, 2021, Sie in Bad Zwischenahn auf der Bühne begrüßen können und Sie uns erzählen, was Sie in diesem Jahr erlebt haben als Goldene Olga-Gewinner. Genießen Sie es jetzt erstmal. 3.500 Euro sind damit verbunden und natürlich die wunderbare, große, goldene Olga. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Sie, an die gesamte Familie Börger in der Grafschaft Bentheim. Dann herzlichen Glückwunsch und tschüss. So, das musste einfach sein, Herbert Hein. Jetzt haben wir das noch geschafft mit der Schalte zur Gewinnerfamilie. Ja. Wunderbar, dass es noch geklappt hat. Also das ist eben die Live-Sendung heute. Genau. Und das klappt wunderbar. Ja, aber trotzdem herzlichen Dank für die tolle Moderation heute wieder. Dankeschön. Und, wir bleiben auf Abstand. Ja, wir bleiben auf Abstand. Was für ein schöner Strauß. Ja, und wir wissen ja alle, Heike Götz ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. In einer der Sendungen durfte ich das auch mal live erleben. Ich habe mit Herbert Hein gebuselt in Ostfriesland. Ja, wir haben zusammen gebuselt. Genau. Aber weil sie eben viel mit dem Fahrrad fährt, habe ich noch eine kleine Aufmerksamkeit für Sie. Wir haben einen neuen Podcast, Stadt, Land, Kuh, mit dem Titel Raus aus der Stadt, rein in den Stall.
Und das ist ein Sattelschutzbezug. Und für wen würde der besser passen als für Heike Götz? Dankeschön. Und ich zeige den einmal in die Kamera, so sieht er aus. Und der Podcast, ich habe ihn mir angeguckt, sieht super aus, finde ich. Also das ist auch wieder eine Innovation der Milchwirtschaft. Also die neuen Medien werden einfach ausgenutzt. Das finde ich richtig klasse. Und das ist, da kann man also den Sattel schützen, wenn es regnet. Vielen Dank, Herbert Hein. Grüßen möchte ich auch alle, die an die Menschen Gruß schicken, an die Menschen in den Regionen, der Preisträger, die hoffentlich mitgefiebert haben, an die Bürgermeister vielleicht, Abgeordnete, Landräte, Vertreter von Kreis-Landvolkverbänden, den Molkereien, die diese Preisverleihung mitverfolgt haben. Schön, dass Sie heute alle unsere digitalen Gäste waren. Ja, nun wollen wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr alle wieder direkt sehen können, dass wir uns in Bad Zwischenahn in einem feierlichen Rahmen treffen können und dort dann ausgiebig wieder feiern können. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herbert Hein, selbst praktizierender Milcherzeuger. Ja, meine Damen und Herren, das war die besondere Preisverleihung Goldene Olga 2020. Nochmal ganz herzliche Grüße an alle 10 Milcherzeuger. Sie gehören alle zu den Top 10. Und wir waren heute zu Gast im Landkreis Cloppenburg, im Landkreis Diepholz, in der Grafschaft Bentheim, in Friesland, in Ostfriesland, im Oldenburgischen, in Cuxhaven, ja, und überall in Niedersachsen. Wir hier sagen Tschüss aus den Messehallen in Hannover und ich kann mich nur meinen Vorgängern anschließen. Im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder live in Bad Zwischenahn. Und genießen Sie jetzt noch einmal Musik mit unserem wunderbaren Live-Pianisten Josef Barnickel aus Hude. Musik.